Der Grund für diese Veranstaltung ist, glaube ich, sehr, sehr eindeutig im Zuge der ACTA-Demonstrationen und ACTA-Proteste oder auch im Zuge der Debatte rund um ACTA sind immer wieder Halbsätze gefallen, auch in den Medien, wo Politiker verlangt haben, dass wir das Urheberrecht reformieren, dass wir moderneres Urheberrecht benötigen. Es ist aber bis jetzt ist es eigentlich nicht zu einer breiteren Diskussion auch darüber gekommen, wie so ein Urheberrecht schlussendlich aussehen kann, welche alternativen Konzepte das gibt. Es hat jetzt letzte Woche schon eine Veranstaltung gegeben zum Thema, welches Urheberrecht benötigen wir. Das ist jetzt ein Anschluss daran und es soll eigentlich einmal so die Debatte auch vielleicht auch ein bisschen in Gang setzen, damit wir auch hier mal gemeinsam vielleicht an alternativen Konzepten arbeiten können und auch mal gewisse Dinge vielleicht auch hinterfragen. Aus diesem Grunde möchte ich mich recht herzlich bedanken bei den Gästen. Ich freue mich natürlich besonders, dass unter anderem auch ein Vertreter der Musikwirtschaft bei uns ist, der Herr Franz Medelic. Wir haben auch einen Vertreter des Vereins Antipiraterie der Film- und Videobranche, der Herr Moritz, Entschuldigung, danke. Wir haben auch die Initiative für Internetfreiheit, der Markus Stopp und Netzfreiheit und dann den Michael Bauer von BayPT hier. Ich möchte mich recht herzlich bedanken für euer Kommen. Vielleicht kurz zu meiner Rolle, die ist jetzt vielleicht etwas untypisch für einen Politiker. Ein Politiker ist normal immer als Diskutant auch eingeladen. Diese Rolle werde ich heute nicht einnehmen. Ich bin der Moderator in diesem Fall. Das hat sich aus der Teilnehmerliste so ergeben. Der andere Grund ist natürlich auch, dass ja die Politik schlussendlich immer als neutraler Posten schlussendlich einen Ausgleich suchen sollte zwischen den einzelnen Interessen. Ich glaube, das kann ich jetzt auch in dieser Situation sehr, sehr gut einnehmen. Was wollte ich eingangs noch sagen? Ja, vielleicht kurz zum Ablauf. Die Veranstaltung, ich hätte geplant, dass ich jetzt, ich habe so 10 Fragen vorbereitet, die ich ganz gerne an meine Diskussionsteilnehmer richten würde. Und im Anschluss würde ich dann sagen, dass es einfach eine offene Diskussion ist, wo ich jeden Einzelnen von euch bitten würde, einfach Fragen einzureichen. Und ja, Fragen an die Diskutanten, natürlich auch an mich. Und würde mich freuen, wenn wir dann eine lebhafte und offene Diskussion zustande bringen und danach. Also es wird circa noch eine Stunde sein, eine Stunde 15. Ich gehe mal davon aus, dass wir so in 2 Stunden dann fertig sind. Und wer noch Lust hat, kann gerne mit uns auch ins Lokal gegenüber gehen oder nebenan. Da können wir noch gemeinsam etwas trinken, wenn man noch Lust hat. Gut, viele von euch kennen Sie ja das Thema Urheberrecht. Lockt dann doch immer wieder sehr, sehr die ähnlichen Leute an. Ich möchte trotzdem vielleicht mit einer etwas grundsätzlicheren Frage beginnen. Vielleicht an Markus Stoff. Kunst ist ja immer eine Reproduktion von verschiedenen Ideen. Und ist es überhaupt notwendig, dass wir noch ein Urheberrecht haben? Oder anders gefragt vielleicht, ein Urheberrecht hat ja auch immer die Aufgabe, oder hat damals immer die Aufgabe gehabt, dass sie den Künstler schützt, oder den Künstler schützt im Sinne von, dass er ja seine eigene Verwertung noch nicht selbst vollrichten konnte. Jetzt in Zeiten des Internets ist er vielleicht, da gibt es andere und neue Möglichkeiten. Und da stellt sich vielleicht auch die Frage, also ist ein Urheberrecht notwendig? Gibt es vielleicht in der Runde der Teilnehmer Personen, die vielleicht sagen, okay, nein, das ist gar nicht mehr notwendig? Gibt es da vielleicht da sehr, sehr radikale Ansätze? Ja, also ich finde, dass ein Urheberrecht schon notwendig ist. Die Frage, wie das aussieht, ist es, die uns eigentlich beschäftigen sollte. Und dahingehend geht es vor allem um die Verwertungsrechte und die Rechte, die der Künstler an seinem Werk veräußern kann, beziehungsweise zu welchen Bedingungen er das kann. Da gibt es recht interessante Ansätze aus anderen Ländern, wie zum Beispiel das Urhebervertragsrecht, das zum Beispiel recht wichtig wäre für den Künstler, um eine gute Verhandlungsposition gegenüber den Verlagen zu haben. Das Urhebervertragsrecht ist in etwa, man kann es in etwa so verstehen, wie die Kollektivverträge bei Angestelltenverhältnissen. Das heißt, es sind einfach gewisse Mindestbedingungen, die hier festgeschrieben sind, die der Arbeitgeber dann nicht unterbieten kann. Unter anderem soll damit verhindert werden, dass der Künstler übervorteilt ist, falls sein Werk wieder erwarten ein Bestseller wird. Als Beispiel. Und es gibt dann in den USA aktuell auch noch die Diskussion um Kündigungsrecht, das dem Künstler nach 35 Jahren erwächst.
Und hier ist es so, dass vor allem die Content-Industrie gerade dabei ist, hier das, was sie jetzt 35 Jahre lang als Verwertungsrechte, Nutzungsrechte reklamiert haben, umdeuten wollen in Auftragsarbeiten, damit sie nicht die Rechte an diesen Werken verlieren, die die Künstler jetzt möglicherweise zurückfordern werden. Okay, es gibt also bei Grundkonsens Urheberrecht, wird benötigt. Vielleicht die Frage an den Ferdinand Morawetz. Ist es ein Mythos, dass das Urheberrecht vor allem die Interessen der Urheber dient? Es gibt eine Studie von Martin Kreschmer aus Großbritannien, der unter anderem 25.000 Autoren untersucht hat und die Einnahmequellen der Autoren, deren Einkommen muss sehr, sehr klar daraus hervorgegangen ist, dass eigentlich die Höhe des Einkommens und des Einkommens der Autoren nicht vom Urheberrecht und auch der Durchsetzung des Urheberrechts abhängig ist, sondern schlussendlich vom Vertrag mit der Verwertungsgesellschaft. Also wenn man die Verschärfung des Urheberrechts in den letzten Jahren verfolgt, hat die zu besseren Arbeitsbedingungen geführt der einzelnen Künstler? Hat die zu einer Erhöhung des Einkommens geführt der freischaffenden Künstler? Ja. Schwierige Frage, schwierige Antwort. Das ist ja ein Prozess, der aufhält. Es ist ja so, dass die Amerikaner andere Gesetze haben mit ihren Leuten, ganz andere Verträge haben als wir zum Beispiel in Europa oder in Österreich. Wenn wir ganz grundlegend verschiedene Interessen aufteilen. In Amerika gibt es zum Beispiel kein verstaatliches Kino oder Filmproduktion. In Österreich haben wir es eigentlich, weil 90% unserer Filme ja vom Staat gefördert werden. Also gibt es halt ganz andere Regeln. Auch die Orte, wo sie gedreht werden, was sie zu drehen dürfen, wo sie drehen dürfen, das sind lauter Vorschriften, die eigentlich in Amerika gar nicht so sind. Also das können Sie ein bisschen lauter sprechen, bitte? Ich kann auch lauter sprechen, ja, durch das Mikrofon ganz gut. Also das kann man nicht vergleichen. Ich glaube, es gibt kein Welturheberrecht, sondern es gibt unterschiedliche Länder, das wissen Sie wahrscheinlich auch, weil Sie ja in der EU sozusagen auch im Parlament sind und da werden Sie sehen, dass es so viele unterschiedliche, leider so viele unterschiedliche Regeln gibt, Förderungen, was immer. Und das ist das Problem in Österreich so, dass wirklich vielleicht sogar mehr als 90% vom Staat gefördert wird. Ja, vielleicht kann ich die Frage gleich weiterreichen an dich, Michi. Also glaubst du, dass die Verschärfung des Urheberrechts schlussendlich zu einer besseren Arbeitsbedingung und zu einem besseren Einkommen auch der Künstler führt? Ich glaube eigentlich nicht, weil es ja immer noch Verhandlungssache ist mit Verwertungsgesellschaften, weil es immer noch Verhandlungssache ist. Ich glaube, was ganz wichtig ist in der Diskussion zu beachten, ist, wie schon gesagt wurde, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt von Urheberrecht in verschiedenen europäischen Staaten und auch international. Es gibt Länder, die kennen sowas wie das Urheberrecht nicht. Das gibt das Beispiel von den angloamerikanischen Staaten, wo es eigentlich nur ein Copyright gibt, das man auch komplett abgeben kann als Recht. Und ich glaube, da ist das Urheberrecht an sich, das wir im deutschsprachigen Raum kennen, eigentlich ein sehr gutes Recht, weil das echt beim Künstler bleibt. Und nicht nur Verwertungsrechte abgetreten werden. Und die Verschärfung ist ja eigentlich selten im Urheberrecht selbst und hat sehr viel zu tun mit den Verwertungsrechten. Die meisten Dinge, die unter Urheberrecht bei uns diskutiert werden, sind eigentlich Verwertungsrechte. Und das kommt meiner Meinung nach sehr aus der Behandlung von Kunst- und Kulturproduktion als Marktgut und als Wirtschaftsgut und viel weniger dadurch, dass es als Aspekt des Kulturgut gesehen wird. Und das ist aber ein wichtiger Punkt, finde ich, den man nicht vergessen sollte, dass es bei den ganzen Dingen ja nicht nur um Wirtschaftsgüter geht, sondern auch in letzter Linie um Kulturgüter. Und dass wir da nicht nur immer über Verwertung sprechen dürfen und nicht nur immer, wie kriegt der Künstler da am meisten Geld raus, sondern wie gehen wir dann als Gesellschaft mit diesen Werken insgesamt um? Welche Rechte haben wir als Gesellschaft zum Beispiel an durch Förderungen zustande gekommene Filme? Wie gesagt, in Österreich 90% der Filme sind gefördert. Haben wir da einen Anspruch als Gesellschaft dran, weil das eine staatliche Förderung ist? Das sind, glaube ich, Aspekte, die wir diskutieren sollten. Und in den USA ist das, also ich komme
aus der Naturwissenschaft und in den USA Forschung betrieben, und dort ist es so, dass irgendwann mal die Regelung eingeführt wurde, dass alle Projekte, die zur Publikation kommen, aus staatlichen Förderungen auch für die Allgemeinheit dann zur Verfügung stehen müssen. Die Ergebnisse dieser Projekte. Also wenn das publiziert wird, dann muss das für alle zugänglich sein und nicht in den Verlagshäusern hinter geschlossenen Wänden stehen, durch die man nur durchkommt, wenn man 25, 30 Dollar pro Artikel zahlt als Individualperson. Und ich glaube, das sind wichtige Punkte, die wir diskutieren sollten. Da werde ich sicherlich später noch drauf zu sprechen kommen, auch mit alternativen Konzepten und dergleichen, also was das allgemeine Interesse beim Thema Urheberrecht betrifft. Vielleicht an den Franz Metternich eine Frage, und zwar zur Rechtsdurchsetzung. Das war jetzt im Zuge der ACTA-Debatte eine sehr, sehr wichtige und brisante Frage, auch die sehr polarisiert hat. Aber glauben Sie, oder ist Ihre Meinung, dass es Instrumente wie Netzsperren benötigt oder auch so Klagswellen, wie es teilweise in Deutschland gibt, um eben Urheberrechtsinteressen durchzusetzen? Und glauben Sie, dass hier Grundfreiheit bedroht sind? Also zunächst glaube ich nicht, dass beim Urheberrecht die Rechtsdurchsetzung im Vordergrund steht. Das ist ja da schon bei meinen anderen Diskussionsteilnehmern schon, das sind die Stichworte Kultur und Wirtschaft gefallen. Also ich glaube, das ist sozusagen einmal, glaube ich, der Kern des Urheberrechts, dass es einerseits eine kulturelle und gesellschaftliche Komponente hat und andererseits auch eine wirtschaftliche Komponente hat. Ich habe einmal vor vielen Jahren, und ich beschäftige mich ja schon sehr lange mit Rechtsfragen des geistigen Eigentums, gelernt, dass das Urheberrecht ein Bündel von Vermögens- und persönlichkeitsrechtlichen Ansprüchen ist. Also vermögensrechtlichen Ansprüchen, weil der Urheber das nicht nur als Anreiz für kreatives Schaffen haben soll, sondern auch so davon Einnahmen beziehen kann, und persönlichkeitsrechtliche Ansprüche, weil das sein Werk auch eine gewisse Integrität hat, weil er sich auch dagegen wehren können soll, wenn dieses Werk ohne unerwünscht aus seiner Sicht verzerrt, verfälscht wird. Und was die wirtschaftliche Seite angeht, soll man die nicht kleinreden. Also gerade Österreich ist ein Kulturland, und gerade in Österreich sind sehr, sehr viele Jobs im Kulturbereich und auch im kreativwirtschaftlichen Bereich gesichert. Und letztlich, wenn man das Urheberrecht generell in Frage stellt, also an sich habe ich eigentlich damit gerechnet, dass das hier passiert, wenn man das Urheberrecht gänzlich in Frage stellen würde, dann würde man natürlich auch diesen kreativwirtschaftlichen, kulturwirtschaftlichen Sektor letztlich auch in Frage stellen. Was den geförderten Anteil angeht, da haben Sie schon recht. Ich frage mich auch manchmal, wann ins Burgtheater oder ins Akademietheater gehe, warum jetzt ein Eintrittskarten zahlen sollte, weil wir haben ja, das ist ja auch zu hohen Anteilen eigentlich schon staatlich subventioniert, und trotz alledem sozusagen gibt es noch eine gewisse Entlohnung, wenn man dann ins Theater gehen wird. Und genauso ist es wohl auch im Filmbereich, der Musikbereich, also zumindest der Bereich der Recorded-Sparte, ist ja, sagen wir mal, zu 99% privatwirtschaftlich finanziert, und wir sind halt natürlich auch auf Rückflüsse aus den Verkäufen angewiesen, und da spielt das Urheberrecht natürlich schon eine wichtige Rolle. Und ja, natürlich, da spielt auch die Durchsetzung des Urheberrechts eine Rolle, weil es ja keinen Sinn hat, wenn man ein Recht hat, aber dieses Recht halt natürlich in keiner Weise durchgesetzt werden kann. Der Konflikt zwischen dem Urheberrecht einerseits und dem dem Datenschutzrecht auf der anderen Seite, den halte ich für einen der interessantesten und auch für einen der brennendsten, den es im Moment gibt. Und wenn Sie sagen, es gibt in verschiedenen Ländern, im deutschsprachigen Raum und in anderen Ländern Europas unterschiedliche Rechtsordnungen, was das Urheberrecht angeht, dann ist das einerseits richtig, andererseits ist aber der Grad der Harmonisierung auf europäischer Ebene gerade im Urheberrecht sehr, sehr weit fortgeschritten. Also diesen Gegensatz zwischen Datenschutz auf der einen Seite und Schutz des geistigen Eigentums, Urheberrechtsschutz auf der anderen Seite, da erwarte ich mir eigentlich auch entscheidende Initiativen vom europäischen Gesetzgeber, weil ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, wenn das in Österreich so geregelt ist und in Schweden anders und etc. etc. Also das gehört, glaube ich, auf ein gewisses Niveau gehoben. Das verlangt ja auch schon das Medium Internet. Ich würde gerne die Frage gleich an Sie weiterleiten. Ich habe Sie ja vorhin rausgehört.
gefragt, ob Sie schon einmal eine Urheberrechtsverletzung begangen haben. Das wäre vielleicht eine sehr interessante Frage. Und wie stehen Sie zum Thema Netzsperren? Und glauben Sie, dass das eine Verletzung der Grundfreiheiten darstellt? Naja, also erstens bin ich ein Oberpirat. Ich habe drei Piratenfilme ins Kino gebracht, Fluch der Karibik. Da sind ja die Piraten besonders sympathisch, theoretisch. Nein, also im Ernst, ich muss beruflich teilweise Raubkopien machen, weil unter Journalisten sich den Film nicht im Kino anschauen wollen, aus Zeitgründen. Und so muss ich dann meinen eigenen Film sozusagen piratieren und gebe den dann unseren Journalisten. Da ist zwar ein Copyright drauf, das steht, das ist nicht eine reine Schwarzkopie, aber es ist eigentlich eine Kopie, die eigentlich nicht in Anführungszeichen legal ist. Und wir hoffen dann immer, dass uns die Journalisten auch dann wieder die DVDs zurückgeben. Wir haben ein Riesenproblem, auch in Österreich, weil einfach die Situation so ist, dass es eigentlich verniedlicht wird, dass man sich illegale Filme anschaut, egal wo, ob das jetzt am Naschmarkt ist, bei unserer Genesung der Stadtbekannten, oder sich da eine DVD kauft oder jetzt im Netz irgendwas unterstreamt und sich den Film anschaut. Und wir haben das Problem gehabt mit Kino.de, und es gibt dann wieder neue Hydras, die dann wieder irgendwelche illegale Filme uns unternehmen. Wir haben Riesenprobleme auch mit den Produzenten, die uns Sachen vorschreiben, die auch mir nicht sympathisch sind. Wir haben jetzt zum Beispiel die Tribute von Panem, und unser Produzent, unser Amerikanischer, hat uns vorgeschrieben, dass wir in Österreich zu tun haben. Und wenn ich das nicht vollziehe, dann verliere ich sozusagen das Recht, den Film ins Kino zu bringen. Und das ist teilweise sehr grotesk, wenn man Journalisten, die man kennt, dann die Handys abnehmen muss und sie untersuchen muss, ob sie irgendwelche Aufnahmegeräte haben, dann ist das natürlich nicht in meinem Sinne. Nur die Leute glauben immer, das ist dann der böse Mörder, der dann das gerne tut. Und weil es ist so, wenn Sie eine Lizenznehmer sind, müssen Sie gewisse Kriterien erfüllen, sonst kriegen Sie den Film gar nicht. Und bei solchen Filmen ist es besonders schwierig, weil einfach dort diese Dinge sind. Aber da könnte ich noch viele andere Dinge erzählen, wie zum Beispiel den Jugendschutz. Wir haben in Österreich neun Bundesländer, neun differenzierte Jugendschutzzonen. Das heißt, in Niederösterreich kann es Ihnen passieren, dass der Film ab 14 ist und in Wien ist er ab 12. In Vorarlberg ist er ab 16, in Salzburg ist er ab 10. Also das ist grotesk, wenn wir halt von Europa sprechen, auch die DVD, dass immer das da passiert, ist es natürlich so, dass wir uns langsam lächerlich vorkommen, was wir da alles vollziehen müssen. Wir haben teilweise Bundesländer, die eine eigene Prädikatisierung haben. Filme werden prädikatisiert, sehenswert, besonders wertvoll oder wertvoll. Und das hängt wieder mit den Steuern zusammen, weil es gibt gewisse Gemeinden, die noch, ich werde es nicht glauben, eine Vergnügungssteuer in den Tickets haben. Und wenn ich dann werden das alles gratis hergeben, dann denke ich mir, was mache ich eigentlich? Also bin ich schon so ein Dinosaurier, dass ich das immer noch vollziehen muss? Oder hilft uns mal eine Gemeinde auch gegen das vorzugehen, weil das ist langsam grotesk, was da auf uns zukommt. Und wenn Sie dann im Fernsehen den Film, egal wo Sie den Sender sehen, dann wird kein Mensch mehr sagen, dass der Film ab 12, ab 14, ab 10 oder was immer ist, dann wird einfach dann gezeigt. Bestes Beispiel, weil Sexy Liebe, da hat es gerade im Fernsehen nach diesem noch gedreht mit uns, und der Film ist ohne Zensur im Äther gelaufen. Bei uns war er glaube ich ab 10, in Wien glaube ich ab 6. Also ich will nur sagen, das passiert uns täglich. Wir haben ja täglich Probleme an der Praxis, den normalen Vollzug, und man kann nicht in Österreich von Zensur reden, sondern es ist eine Filmbegutachtungsstelle, aber da gibt es eben die Herrschaften, die dann ihre Entscheidungen treffen, zum Teil auch positiv. Ich möchte nicht sagen, dass das alles negativ ist, aber es ist grotesk, wenn ich dann meine Tochter beim Computer sehe, die dann irgendwo im Internet sich irgendwas anschaut, zuerst kommt eine wunderschöne Pornoseite und dann muss sie die wegdrücken, damit sie einen Film sich anschauen kann, illegal. Und da denke ich mir, also, ob das einen Sinn hat, das zu verteidigen, muss ich ehrlich sagen, glaube ich nicht. Wenn man jetzt alles andere wegtut, dann würde ich sagen, okay, wir haben mehr freie Wirtschaft, wir können alles machen, was wir wollen, wir können uns alles anschauen, was wir wollen, es gibt ja keinen Jugendschutz mehr, wenn wir das haben wollen, okay, dann werde ich mich der Mehrheit vielleicht beugen, aber momentan sage ich, das ist ein Schwachsinn. Wir müssen einen Schutz gegenüber unseren Kindern haben, wir müssen einen Schutz gegen die Arbeitsplätze haben. Es kann nicht sein, dass jeder sich alles nimmt, nur weil er sagt, ich brauche eine geistige Freiheit. Kann nicht sein, meiner Meinung nach. Ich weiß, ich mache jetzt da zum Feind, das macht nichts. Okay, gut. Die Debatte, die wir ja jetzt führen, die erinnert ja schon ein bisschen auch an die Debatte, die es in den 70er Jahren bereits gegeben hat mit der bespielbaren Kassette.
Und ich habe da einen Spiegelartikel eben aus dem Jahr 1977, Klangsupermarkt zu Nulltarif, ist die Überschrift. Und ich möchte kurz daraus zitieren, wie dieser Artikel abschließt. Da wird nämlich schon ein Untergangsszenario auf der Musikindustrie prolongiert. Hier heißt es, wenn die Musikindustrie ihre wirtschaftlichen Probleme heute und morgen nicht zu lösen vermag, wird es übermorgen bei aller Supertechnik kaum mehr produzierte Musik geben, die überspielt werden kann. Die Frage vielleicht an Sie, ist die Musikindustrie in einer Existenzkrise jetzt durch File-Sharing und Internet? Ja, Krise hat ja Gott sei Dank eine Doppelbedeutung und heißt ja auch sozusagen Chance und Möglichkeit und Herausforderung. Und wenn man es in diesem Sinne versteht, würde ich sagen, ja, im positiven Sinn ist die Musikwirtschaft und die Musikbranche in einer Krise. Und wir haben allerdings gelernt in den letzten 10 Jahren und auf diesen Zeitraum, muss man sagen, erstreckt sich das im Wesentlichen gelernt, mit diesen Herausforderungen auch umzugehen. Ich habe diesen Zeitraum, ich habe das Glück gehabt, diesen Zeitraum zu überblicken. Ich bin einer der wenigen Überlebenden wahrscheinlich, weil es hat sich sehr, sehr viel verändert und es ist ja kaum ein Stein auf dem anderen geblieben. Die Firmen schauen heute komplett anders aus als vor 10 Jahren. Die Herausforderungen oder die Aufgabenstellungen an die Mitarbeiter eines Musiklabels schauen völlig anders aus. Die Ausbildung, die man braucht, um in der Branche arbeiten zu können, ist auch völlig anders. Aus dem Produktgeschäft ist ein Lizenzgeschäft geworden und insgesamt ist der Markt um vieles kleiner geworden. Das hat eine ganze Fülle von Ursachen. Ich sage Ihnen gleich, dass sozusagen der Nichtrespekt gegenüber dem geistigen Eigentum auch eine der Ursachen ist, aber sicherlich nicht die einzige Ursache. Eine der vielen Ursachen ist zum Beispiel auch, dass sich das Haushalts- oder das Unterhaltungs- und Entertainment-Budget der Haushalte natürlich massiv anders aufteilt hat. Also es gibt neue Angebote und die alte Aufteilung, da gibt es Buch und Video und Musik, die gehören natürlich längst der Vergangenheit an, da kommen völlig neue Dinge auch hinzu, vom Handy über Computerspiele etc. Was wir allerdings jetzt auch gesehen haben, ist, dass der Anteil des sogenannten digitalen Markts, also des Vertriebs von Musik über Internet und über Handyplattformen, im Jahr 2011, das ist aktuell, ist es da, beträgt weltweit 32%. Das heißt also, jeder dritte Euro, jeder dritte Dollar wird bereits sozusagen mit diesen neuen Geschäftsmodellen verdient. Und das ist ja doch sozusagen ein gewisser Anzeichen von Optimismus. Also es beginnen diese neuen Modelle zu greifen. Sie sind noch nicht so, dass sie dann die Rückgänge beim physischen Vertrieb kompensieren könnten. Möglicherweise ist das auch, wird man das auch nicht erwarten können. Ja, ich meine, der Markt ist einfach kleiner geworden. Es gibt auch andere Märkte, die kleiner werden. Es ist sozusagen dieses permanente Schauen nach Wachstum vielleicht nicht das Richtige. Wir können uns das überhaupt nicht leisten. Wir versuchen jetzt sozusagen diesen digitalen Markt zu entwickeln. Wir sind in Österreich nicht schlecht unterwegs, wiewohl deutlich unterhalb des weltweiten Durchschnitts. Wir sind bei ungefähr 15-17% Digitalanteil, also da haben wir noch vieles aufzuholen. Aber daran arbeiten wir. Also ich glaube, ja, wir haben Krisenjahre hinter uns. Ich glaube, dass die Veränderungsprozesse, dieser sogenannte Paradigmenwechsel, noch nicht vorbei ist. Aber wir haben vielleicht einmal die schlimmste Zeit hinter uns. Und wir haben halt verschiedene Erfahrungen gemacht. Vieles haben wir auch falsch gemacht, muss man auch einmal sagen. Allerdings ist es immer leichter, dass man dann hast. In der Vergangenheit zu urteilen, dass wir da was anderes machen können. Aber wenn man anschaut, dass auch der Buchmarkt und auch der Zeitungsmarkt doch mit deutlich weniger Anteil am digitalen Markt dastehen, dann werden die noch sozusagen durch verschiedene Stufen dieses Prozesses gehen und wir haben kein Problem, wenn die auch aus unseren Fehlern auch lernen. Vielleicht
nur zur Ergänzung, es gibt natürlich schon Studien, die auch zeigen, dass der einzelne Konsument für Musik durchaus gleich viel ausgibt, wie in der Zeit vor dem Internet. Da gibt es halt vielleicht noch anders aus, dass er jetzt vielleicht mehr Eintritt zahlt für Konzerte zum Beispiel. Und da reagiert natürlich auch die Musikindustrie drauf mit 360-Grad-Verträgen zum Beispiel, wo man das dann versucht anzudecken. Ja. Also dazu noch der Hintergrund ist der erste, dann, wir investieren ja, ich meine, da gibt es ein großes Missverständnis, dass sozusagen wir davon leben, dass wir Scheiben irgendwie mit Musik bespielen und diese dann verkaufen. Das ist ja nicht unser Geschäftsmodell. Unser Geschäftsmodell ist der Erfinden von Künstlern, Produzieren von Künstlern, Aufbau von Künstlermarken, Finden neuer Musikstile. Na, und selbstverständlich, wenn man dieses Investment mit dem Träger, ja, wo es auch sein digitales File ist ja auch ein Träger, nicht mehr refinanzieren kann, dann muss man natürlich versuchen, sozusagen eine etwas breitere Basis zu stellen. Ich halte es aber nicht für vorwerfbar, sondern es ist einfach auch eine logische Folge dieser Änderung des Musikmarktes. Vielleicht auch eine ähnliche Frage noch an den Markus Stoff. Ich meine, im Zeitalter des File-Sharing ist natürlich schon die Frage, ob Kultur schaffen darunter geleitet hat, ob der kreative Prozess darunter geleitet hat. Ich habe mir da Zahlen rausgeschrieben aus einer Harvard-Studie, die zeigt, dass zum Beispiel zwischen 2002 und 2007 die Zahl der Bücher, also die Anzahl der Bücher um 66% gestiegen ist. Die Anzahl der Musiklabels hat sich zum Beispiel verdoppelt seit 2000. Weltweite Produktionen von Spielfilmen ist seit 2003 30% gestiegen. Also es gibt eigentlich eine gewisse Expansion auch von kreativen Produkten. Kann man da sagen, dass File-Sharing jetzt den kreativen Prozess, den Kulturschaffen geschaffen hat? Ja gut, also ich wollte jetzt eingangs, wie du die Frage gestellt hast, eigentlich genau die Antwort geben, in diese Harvard-Studie zitieren. Die beschreibt ja aber auch, dass es einen Rückgang im Umsatz durch den Verkauf gibt. Auf der anderen Seite könnte das zum Effekt haben, so die Studie, dass sich dadurch eben die Künstler öfter mal selbst neu erfinden mussten und mehr Werke produzieren mussten. Das heißt, durch einen gewissen Umsatzrückgang hat sich ein neues kreatives Potenzial ergeben. Das ist ja eigentlich interessant zu beobachten. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass die Künstler weniger verdienen sollten, damit das öfter passiert, aber diese Argumentation, die oft kommt, dass wenn hier weniger Geld und weniger wirtschaftlicher Fokus ist, die Kultur darunter leidet, wieder durch diese Studie eigentlich genau umgedreht. Also ich bedauere, dass ich gerade diese Studie jetzt nicht kenne, komme einfach nicht mehr mit an diese Studie, die dazu erschienen sind, zu lesen. Oberhofer Gie und Stumpf sind die Autoren. Achso, ja. Achso, die kenne ich dann schon. Ja. Also da gibt es ja den Spruch, dass sie sagen, es gibt zwei Gruppen von Studien und damit meint man von Hunderten von Studien, die eine Gruppe sagt, dass zumindest irgendeine Art von negativer Auswirkung auf den Verkaufsmarkt durch File-Sharing erfolgt. Und die andere Gruppe, und das ist nämlich die eine Studie, sagt, das ist besonders positiv für den Verkaufsmarkt. Aber das ist sicherlich ein bisschen polemisch überzogen. Aber sozusagen, es gibt zum Effekt von File-Sharing, und damit ist ja gemeint, das illegale File-Sharing zum Verkaufsmarkt, gibt es halt natürlich eine Unzahl von Studien, wobei es wirklich also die überwiegende Mehrzahl natürlich schon sagt, dass wenn ein und dasselbe Musikstück gratis, aber ohne Lizenzierung angeboten wird, dass das dann sozusagen den lizenzierten Markt negativ beeinflusst. Ich glaube das schon, ja, also mir sagt das zumindest einmal der Hausverstand. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die große Zeit, wenn Sie so wollen, des File-Sharings eigentlich der Vergangenheit angehört. Und mittlerweile, und ich kann es ja kaum glauben, sehen wir sogar einen gewissen Trend dazu, dass die Konsumenten bereit sind, mehr und mehr bereit sind, geringe oder doch vorhandene Fees für den legalen Zugang zu Musik zu bezahlen. Es wird ja auch immer billiger, muss man dazu sagen. Ne? Wenn man sich anschaut, die Streaming-Dienste wie Spotify und andere,
gekriegt haben, ist sozusagen, wir haben zuerst, dass die Eingangsschwelle ganz niedrig bei nämlich null und ist halt einfach werbefinanziert, aber durch die Werbefinanzierung halt auch ein bisschen unkomfortabel gehören. Und dann gibt es halt verschiedene Standard- und dann Premium-Dienste, wo man halt dann den vollen Zugang in akzeptabler, sehr, sehr guter Qualität hat und zahlt auch nicht viel. Und das sind eben diese neuen Modelle, die greifen. Wir stellen auch fest, dass also das Besitzen von Musik eigentlich nicht mehr der Punkt ist. Das ist vor allem bei der jüngeren und jüngsten Generation der Zugang zu Musik, der entscheidend ist. Ob das irgendwo abgespeichert ist, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und ob man das auf irgendeiner Scheibe hat, spielt schon gar keine Rolle mehr. Also da wandelt sich auch das Konsumentenverhalten sehr, sehr rasch und diese Modelle greifen. Filesharing, wie gesagt, würde ich eher mal, das war beginnend mit Napster natürlich so um das Jahr 2000 herum natürlich ein großes Thema. Das, was zuletzt natürlich ein Thema waren die Cyberlocker. Die sind allerdings mit der Entscheidung oder mit dem Vorgehen Mega-Upload sind die mehr oder weniger alle auch einmal verschwunden. Also es ist immer sozusagen bei diesen Diensten halt auch immer so eine Frage, entstehen wieder neue, dann wird das wieder rechtlich geklärt und wenn das rechtlich geklärt ist, dann entstehen wieder neue, aber das ist auch ein Teil dieses Marktes, mit dem man akzeptieren muss und mit dem man leben muss. Aber da braucht man natürlich schon auch das Urheberrecht, weil ohne Urheberrecht kann man natürlich sich dagegen nicht zur Wehr setzen. Urheberrecht soll natürlich Einkommen sichern auf der einen Seite, aber gibt es zum Beispiel Studien oder Zahlen jetzt auch von Ihrer Seite, die jetzt Urheberrecht auch als Kostenfaktor sehen? Und wie versteht Sie Kostenfaktor? Es werden ja dadurch auch Kosten erzeugt, schlussendlich auch für die Musikwirtschaft und für die Musikindustrie. Gibt es da Berechnungen? Ich bin nicht alleine. Nein, natürlich kostet es was. Ne? Ich meine sozusagen, jeder, der einen Rechtsanwalt beschäftigt hat, stellt fest, dass das nicht das Billigste ist. Nur, und es geht auch nicht darum, sozusagen irgendwie den CD-Verkauf zu schützen. Nicht? Das ist ja auch oft das Argument gebraucht, ihr wollt nur Scheiben verkaufen und daher klagt sie das andere weg, was eh nicht geht. Sondern es geht letztlich um den Digitalmarkt. Es geht darum, sozusagen diesen Digitalmarkt auch ein wenig Luft zu geben zur Entwicklung, weil er natürlich von illegalen Angeboten schon bedrängt ist. Man muss ja davon ausgehen, sozusagen im Internet ist alles nebeneinander, jeder ist jedes Nachbarn im Internet. Und da ist natürlich derselbe Song, wenn ich den sozusagen da illegal und dort legal kriege, muss halt natürlich eine Wirtschaft, die auf lizenzierte und legale Angebote setzt und davon lebt, muss ich natürlich versuchen, diesen Bereich auch in gewisser Weise zu schützen und Entwicklung zu geben. Also insofern, ja, es ist ein Aufwand, aber das ist halt auch eine Investition in die Marktentwicklung. Michael Bau, die Schutzfrist 70 Jahre. Wenn man sich Studien anschaut, zeigt es doch sehr deutlich, dass gewisse Werke ab 10 Jahren schlussendlich gar nicht mehr kommerziell von Interesse sind und dann schlussendlich ein großer Markt an verwaisten Produkten und Musik, die von das Gleiche entsteht, die dann nicht mehr zur Verfügung stehen für einen kreativen Prozess. Also Frage an dich, machen diese 70 Jahre Sinn? Woraus ergeben sich diese 70 Jahre? Und macht es nicht vielleicht Sinn, dass man sagt, okay, man verkürzt es zum Beispiel Hausnummer auf 10 Jahre und der Künstler kann dann für einen gewissen Zeitraum selbst beantragen, das zu verlängern, damit man eben diese Anzahl an verwaisten Produkten, die dann schlussendlich kursieren oder eben nicht kursieren, schlussendlich reduzieren. Also ich glaube, das rein vom kulturellen Aspekt, von dem, was geschaffen wird, die Schutzfrist, die mit 70 Jahren eindeutig zu lang ist, weil dann ein Werk, der allgemein nicht zur Verfügung steht, an dem eventuell gar kein Interesse oder gar kein kommerzielles Interesse mehr besteht. Und ich glaube, das ist durchaus meiner Meinung nach was, das wir debattieren sollten. Wie gehen wir damit um? Wann ist die Hauptschöpfungsphase? Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es da Untersuchungen gibt von Seiten der Industrie, wann wird da wirklich der Großteil des Gewinns eingefahren und Ich kann mir nicht vorstellen, dass Popmusik nach 70 Jahren dann noch in dem Maße gekauft wird und belegt wird, wie es in den ersten
5 bis 6 Jahren der Fall war, eben nur beim ersten Jahr. Es sei denn, es kommt wieder mal jemand auf die Idee und macht Mrs. Robinson zum Weihnachtshit in Irland oder so. Aber meiner Meinung nach gehen diese Schutzfristen eindeutig gegen das Interesse der Gesellschaft, nämlich gegen das Interesse der Gesellschaft an Kultur. Und wenn wir da von verwaisten Werken sprechen, das ist ein großes Problem, dass uns da eigentlich kulturelles Gut nicht mehr zur Verfügung steht, wo es vielleicht Interessen dran gibt. Aber wo sei das jetzt für dich jetzt sozusagen die Red Line, also die Linie, wo man sagen würde, okay, wir sind jetzt 10 Jahre, können wir das beziffern im Jahr? Ich würde das nicht beziffern. Also ich weiß nicht, ob es Untersuchungen dazu gibt und ich glaube, man sollte sich da von wirklich auf vernünftige Untersuchungen stützen und zu entscheiden, wo das sein sollte. Aber ich glaube, dass die 70 Jahre eindeutig zu lang sind. Und wenn wir uns den Trend der letzten Jahre anschauen, wird das ja auch immer verlängert. Ja, selbstverständlich, bitteschön. Die Zahl 70 Jahre ist nicht ganz richtig. Das heißt also in Österreich, in verschiedenen Ländern, 70 Jahre nach dem Tod des Künstlers. Also das ist durchaus viel länger. Ja, ja, ja. Entschuldigung, ja, das habe ich nicht klar und deutlich ausgedrückt, aber das war für mich klar. Was sagen Sie dazu? 70 Jahre, zu kurz, zu lang? Alternative? Ja, wenn kein Interesse an irgendwas mehr ist, brauchen wir es eh nicht schützen, glaube ich mal. Wenn aber ich rede nur von Filmen, rede nicht von Musik. Also Mozart zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Nachkomme von Mozart wäre, würde ich froh sein, wenn ich dann noch ein Geld kriegen würde, aber da bin ich leider noch am Leben. Aber nein, Spaß beiseite. Schützen soll man sowas, was jemand wirklich schützenswert ist. In dem Moment ist nicht mehr schützenswert, ist das sowieso kein Interesse mehr ist, dann sind auch 70 Jahre für mich eigentlich zu lange. Weil ich kann jetzt nur vom Film reden, wenn ein Film so schlecht ist, dass den nach einem Jahr keiner mehr sehen will, dann wird er in 10 oder 20 oder 50 Jahren auch nicht mehr sehen wollen. Die Frage ist nur, es gibt aber Filme, die sehr wohl immer wieder eingesetzt werden. Wir sind ja noch ein junges Medium, Film gibt es ja erst 100 Jahre. Also könnte schon sein, dass da jemand Interesse hätte, es auf 70 Jahre zu belassen und dass die Kinder oder die Familie dann davon profitieren kann. Also wenn es ganz schlimm ist, der schlechteste Film aller Zeiten ist, dann sind 70 Jahre sicher zu viel. Und dann sind es nach 3 Jahren, wäre es auch schon möglich, dass man den freigibt und es muss eigentlich derjenige dann entscheiden, der die Rechte hat. Aber Kunstwerke, die ewig sind, würde ich nach wie vor schützen wollen, wenn es jetzt von meiner Familie jetzt kommen würde. Zum Beispiel mein Vater, der auch Filme gemacht, zum Beispiel ein Harald Dienstmann hat er produziert, der hat den in Kirch verkauft und leider kriege ich nichts davon, weil es nicht schützenswert ist, weil er seine Rechte zu der Zeit verkauft hat. Wenn mein Vater gewusst hätte, was es alles für Bewertungsketten gibt in der Zukunft, hätte er wahrscheinlich das nicht verkauft. Müsste ich vielleicht nichts arbeiten, könnte nur von den Themen liegen, wäre wunderbar. Herr Mibelic, 70 Jahre. Wie kommt die Zahl zustande? Und die andere Frage ist, wann hat ein Produkt aus Ihrer Sicht schlussendlich den kommerziellen Erfolg oder den kommerziellen Nutzen eigentlich überschritten? Und wann könnte man sagen, okay, sind das jetzt diese 10 Jahre, die ich jetzt in dieser Studie gelesen habe und gesagt, okay, da macht ein Produkt schlussendlich dann keinen kommerziellen Erfolg mehr, kann man das so sagen? Jetzt sind wir ein bisschen gegen die Fahrtrichtung unterwegs, weil die EU eine Schutzfristverlängerung vor nicht allzu langer Zeit beschlossen hat. Die 70 Jahre nach dem Tod sind gelten für den Urheber, also beim ausübenden Künstler sind es jetzt auch 70 Jahre, aber nach der ersten Veröffentlichung. Das ist kürzer, aber es ist länger als es in der Vergangenheit war, weil da sind es also 50 Jahre. Also vom Grundsätzlichen her muss man mal sagen, Eigentum als solches unterliegt ja keiner zeitlichen Limitierung. Also damit meine ich das Sacheigentum. Wenn Sie irgendein Möbelstück haben, dann haben Sie das und das bleibt Ihr Eigentum, solange das existiert. Beim Urheberrecht spricht man von einer sogenannten Sozialbindung. Die Sozialbindung, also ein Teil dieser Sozialbindung des Urheberrechts ist, dass nach einer gewissen Zeit das einfach halt aus ist. Dann gehört es allen. Und die Frage ist jetzt zu sagen, was ist die richtige Zeit? Natürlich die
die Überlegung, bei dem Film ist das sinnvoll und bei dem anderen Film ist was anderes sinnvoll, oder bei der Musik ist es kurz, weil das ist eher an sich erschworen, aber Mozart, das ist sehr, 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 sehr toll und sehr gut, das sollten noch ein paar hundert Jahre, also das kann man nur generell lösen, nicht? Also das muss man halt in irgendeiner Form dann einmal jetzt gerade ziehen. Wobei schon eines ist, also wenn, das heißt ja nicht automatisch, dass das Werk, wenn es länger geschützt ist, dann in der Schublade irgendwo verschwindet. Das ist ja überhaupt nicht Interesse der Kreativen oder auch nicht Interesse der Produzenten. Die wollen ja, dass das am Markt ist. Und da bietet gerade das Internet halt natürlich schon neue Möglichkeiten. Da gab es bei der Musik, war es ja bislang so, dass wir immer gescheitert sind an der Regalfläche im Handel. Nicht? Also der Handel hat ja nach und nach die Regalflächen halt verkürzt und hat nur gesetzt auf das ganz aktuelle Repertoire, das sich, so wie man es schön sagt, rasch dreht. Ja, alles andere, alles ältere, sind sie dort einfach überhaupt nicht mehr hineingekommen. Und da sind halt natürlich jetzt die Möglichkeiten, die das Internet bietet, halt wunderbar, weil natürlich hier auch das sogenannte Katalog, wie das so schön heißt, auch angeboten werden kann, und daraus erfolgt wieder dieses sogenannte Longtail-Business-Modell. Das heißt, es werden hier ältere Musikstücke, und ich bin überzeugt davon, beim Film wird sich das nicht anders entwickeln, werden halt auf den großen vorhandenen Serverkapazitäten angeboten, und bei der Musik wird es halt nicht dann halt tausende Male pro Tag angehört oder downgeloadet, sondern halt pro Monat 3-mal, 10-mal, 20-mal, aber das über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und da spricht man sozusagen von diesem Longtail-Business-Modell. Und ein Engländer hat, glaube ich, den Satz geprägt, the biggest money is in the smallest sales. Das heißt also, über diese lange Frist kann ja auch sozusagen eine gewisse Refinanzierung von Aufwendungen bzw. auch Einnahmen für die Künstler da sein. Es wird Sie nicht überraschen, wenn ich Ihnen daher sage, ich halte eine längere Schutzfrist für vernünftiger als eine kurze Schutzfrist, aber ich bin bei Ihnen, also wenn es dazu führt, dass das Ganze dann irgendwo versteckt wird und kein Mensch kommt dran, dann ist das eigentlich auch nicht sinnvoll, aber das ist in unserem Interesse nicht gelungen. Also hier würde die Musikwirtschaft sozusagen noch einen neuen technischen Modell noch arbeiten, um eben genau diese verwaisten Produkte, die es ergibt, schlussendlich besser zur Verfügung zu stellen. Verwaist hieß ja nur, dass man nicht weiß, wer der Rechteinhaber ist. Aber bei der Musik ist ja in aller Regel, da weiß man ja, wer der Rechteinhaber ist und kann es ja haben. Markus Stoff, die Fair Use Doktrin, die eben im angloamerikanischen Raum zur Anwendung kommt und auch Material eben freigibt zur Wiedergabe für nicht kommerzielle Zwecke, sei es eben für Stellungnahmen, Kritik oder auch für Parodien. Ist das ein Konzept, das für Europa Anwendung finden sollte? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Ja, also hier haben wir natürlich auch ein bisschen diesen Culture Clash dran, weil das Urheberrecht, wie es hier in Kontinentaleuropa haben, davon ausgeht, dass der Künstler, der Urheber, ein sehr, sehr starkes Recht eingehend hat, zu bestimmen, wie sein Werk verwendet wird und wie es auch nicht mehr verwendet werden darf, zum Beispiel. Also es gab, glaube ich, schon einmal den Präzedenzfall, dass ein Künstler gesagt hat, er möchte nicht, dass seine Werke weiter verkauft werden. Also das war ein Verkaufsstopp, den der erwirkt hat. Und das ist halt ein sehr, sehr starkes Recht, das man hier ausüben kann. Und auf der anderen Seite gibt es im angloamerikanischen Raum das Copyright mit dem Fair Use, das ich persönlich sehr sympathisch finde, weil es eben genau den aktuellen Trend ermöglicht, dass man eben Remixes macht, dass man basierend auf anderen Werken eigene Werke produziert, solange man damit nicht den kommerziellen Nutzen des ursprünglichen Urhebers beeinträchtigt. So ist die Theorie hinter Fair Use. Die Praxis ist es eine andere, aber das ist die Theorie dahinter. Und die beiden müsste man dann irgendwie unter den Hut bringen. Und das wäre eine Diskussion für sich, denke ich, weil hier muss man einfach ein komplett neues Paradigma entwickeln. Ich denke, es wäre vermutlich mal den Aufwand wert, darüber nachzudenken, wie man an eine Integration des Fair-Use-Modells in unser Urheberrecht denken kann. Und ja,
Ich würde aber gerne zu der Schutzfrist auch noch was sagen, ich darf ganz kurz. Ja. Und zwar, es ist darüber geredet worden, dass das einfach ein kommerzielles Interesse ist. Und das stimmt, da steht ein kommerzielles Interesse dahinter, steht aber auch ein kulturelles Interesse dahinter. Und mal abgesehen davon, dass es mittlerweile schon Arbeiten gibt, in Frage stellen, dass ein kommerzieller Nutzen überhaupt da ist bei einer Verlängerung über 50 Jahre nach dem Tod des Künstlers hinaus, auch schon davor, gibt es auch das Problem, dass diese Werke, selbst wenn sie verkauft werden, vertrieben werden und aktiv verfügbar sind, nach wie vor nicht verfügbar sind, aufgrund unseres Urheberrechts zum Beispiel, für abgeleitete Arbeiten. Und das ist ein sehr, sehr wesentlicher Teil, den wir in der Kulturschaffung haben, dass man darauf aufbaut, was andere Menschen davor schon geleistet und gemacht haben. Und wenn das nicht mehr möglich ist, weil hier einfach Millionen Monopolrechte im Raum stehen und dadurch ein sehr, sehr großer Teil der kulturellen Schaffung der letzten N-Jahre, weil das ist ja offensichtlich auch ein Recht, das alle 10 Jahre um 10 Jahre verlängert wird, dann kann man sagen, alles was vor 1900 ist, das kann man eigentlich, also alles was nach 1950 von mir ist, kann man eigentlich dann vergessen, um es vernünftig zu verwerten, noch einmal zu verwerten. Wie stehen Sie dazu? Wir reden so viel von Kultur. Es geht doch in Wahrheit um das Problem, wie kann ich meine Mitarbeiter weiter beschäftigen, wie kann ich Filme produzieren, was kostet das, und wenn dann daraus noch Kultur entsteht, dann freuen wir uns. Im österreichischen Filmmarkt ist es so, dass eigentlich die Blockbuster mit Kultur, und es ist traurig, wenn ich das sagen muss, nur einen gewissen Teil zu tun haben. Viele Blockbuster sind Kommerzware, die mit Kultur meiner Meinung nach nichts zu tun haben. Und viele Filme, die es wert wäre, dass man sich anschaut, da haben wir dann 2.000 oder 5.000 Besucher in Österreich. Ja? Und wenn man den Film dann noch bewerben soll, das kostet auch Geld, und wenn man das jetzt schützen soll, dann freue ich mich sehr, wenn man schützt. Nur die Leute, die das nicht konsumieren, das ist das Hauptproblem eigentlich. Wir reden ja nicht von den Filmen, die Kommerzware sind, die auch ein Teil der Kultur sind, aber im Endeffekt sind die Filme die das Geld sozusagen den sogenannten Produzenten wieder zurückbringen. Ganz selten gibt es Filme, wie der Artist zum Beispiel, wo kein Mensch daran geglaubt hat, dass der funktioniert. In Cannes zum Beispiel waren so und so viele Leute, die den Film gesehen haben und haben ihn nicht gekauft, haben gesagt, eine französische Produktion, noch dazu, wo die keine Sprache verwenden, das kann nicht möglich sein, dass das funktioniert. Und witzigerweise hat ein Amerikaner diesen Film gekauft und hat das zum Film einen Erfolg gemacht. Ja? Also, das kann man sagen, ist der Artist Kultur oder nicht? Ist das eine europäische Produktion? Weil sie ist eine. Toll, dass die in Amerika realisiert wird, ich freue mich sehr darüber. Ist das Kultur oder ist das Kommerzware? Da kann man jetzt wieder diskutieren. Ist das schützenswert in den nächsten 70 Jahren? Ja oder nein? Ist es ein Meilenstein des Films oder ist es nicht? Ist Hangover Kultur? Ja oder nein? Soll man das schützen die nächsten 70 Jahre? Ich weiß es nicht. Das Problem ist, wenn Sie selber in der Branche drinnen sind und wissen, wie schwer es ist, jede Woche einen Film ins Kino zu bringen, wo so viele Filme am Markt sind, internationale, ja, wo der amerikanische Markt mit der 90% des Marktes präsentiert, dann werden Sie verstehen, wie schwer es einem ist, für österreichische Filme oder für deutsche Filme an den Markt zu kommen. Und dann freue ich mich sehr, wenn ein französischer Film zum Beispiel wochenlang jetzt in Österreich an erster Stelle ist, wo kein Mensch geglaubt hat, dass der Film eine Chance hat. Aber wir sind ja in einem Markt. Wir sind ja nicht so, dass wir sagen, wir schützen jetzt unsere paar Filmchen, die wir in Österreich machen, das ist jetzt Kultur und jeder darf gratis rein und schaut sich den Film an und wir leben alle davon und freuen uns. Das ist ja nicht so. Die Leute, die im Kino arbeiten, die verdienen Geld, die möchten dort auch beschäftigt sein. Ja? Und die ganze Technik hat sich jetzt verändert momentan in Österreich. Wir haben jetzt 35mm Film, wird es in den nächsten 5 Jahren wahrscheinlich gar nicht mehr geben, wenn wir nur digitales Kino haben, weil einfach die Verwertungskette sich total ändert. Die Geschwindigkeit ändert sich. Früher war ein Film wochenlang irgendwo im Programm, jetzt ist er, wenn wir Glück haben, 3 bis 4 Wochen, in der Regel oft nur 2 Wochen im Kino, dann ist er weg. Dann kommt er entweder auf DVD oder man sieht ihn im Internet gratis an. Aber die Diskussion über Kultur ist ganz eine andere. Ich kann sagen, es
sondern ich glaube, ich eher Ihre Fraktion, der Meiler Pokorny hat jetzt zum Beispiel einen Film in Wien für, glaube ich, 10 Kinos freigegeben, dass man sich gratis den Film anschaut. Ich finde das hervorragend, dass man sowas tut. Das sollte man auch tun. Das sind ja Steuergelder. Warum soll ich da mal einer von den Politikern sagen, okay, wir haben das gemacht, wir wollen noch zusätzlich den Film Leuten zur Verfügung stellen, die vielleicht keine Kinokarte leisten, und wir finanzieren das. Das ist für mich ein Beispiel, dass das sehr positiv ist. Das kann man ja machen. Nur der Produzent muss freiwillig sagen, ich mache das gerne, weil es einen Sinn ergibt. Aber Kultur, diese Diskussion, die habe ich wahnsinnig gern. Schauen Sie sich die 100 Filme an, die wir jetzt gestartet haben in Österreich, und wie viele davon sind Kultur, und wie viele Filme sind erfolgreich, und wer steht da dahinter? Also, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn mehr Leute ins Burgtheater gehen würden und total erfreut sind und das nicht subventioniert werden muss. Es wird aber leider subventioniert, das ist das Problem. Wir haben leider zu wenig Leute, die Kultur wollen. Oder egal, ob das jetzt Servus TV, also der neue Sender von Österreich 3, die krebsen mit 0,5% oder 2% maximal herum. Und wenn sie ACV sind, Bauer sucht Frau, 250.000 Österreicher schauen sich das an. Sollen wir die schützen? Ich weiß es nicht. Jawohl, geschützte Art. Okay, zum Thema freies Wissen und auch der Mehrwert dadurch entstehen kann. Der Eckhard Höfner hat ja mal selbst den Aufschwung der deutschen Nation zur führenden Industrienation in 1900 darauf zurückgeführt, dass eben in Deutschland das Urheberrecht gefehlt hat und dass es da zu einer massiven Anstrengung des Buchdrucks gekommen ist. Vielleicht meine Frage, Commons, Creative Commons, ist das eine Alternative, ist das ein Konzept, das auch die Politik weiter fördern sollte? Und vor allem, durch welche Anreizsysteme könnte da zum Beispiel die Politik für die Förderung dieses Lizenzsystems sorgen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es kann nicht das alleinige Lösung dastehen. Ich glaube, die Entscheidung, wie ein Werk weitergegeben und verwendet soll, ist eine, die beim Künstler liegt und die beim Künstler liegen sollte. Und deshalb auch das Urheberrecht und kein Copyright, dass man einfach, wo man seine gesamten Rechte abtritt. Ich sehe es förderungswürdig, in dem Sinn, dass das Bewusstsein da sein sollte, dass gewisse Werke, dass man seine Werke der Allgemeinheit zur Verfügung stellen kann mit sehr bestimmten Rechten. Also Creative Commons ist ja nicht eine Lizenz, es gibt ja mehrere Lizenzen, die man sich da aussuchen kann. Und das finde ich, das ist was sehr, sehr Schönes daran, dass nämlich Creative Commons die Kontrolle des Künstlers sehr betont. In einem, man muss dazu sagen, dass es in einem Rechtsraum geschaffen worden, in dem es als Alternative nur das Copyright gibt, das dem Künstler eigentlich sehr wenig nützt, wenn er das mal abtritt, weil dann kann er alles damit tun. Darum glaube ich, ist das in gewissen Bereichen förderungswürdig und vor allem förderungswürdig als Bewusstsein, dass es da Möglichkeiten gibt, seine Werke anders an den Mann zu bringen und seine Werke anders zu vermarkten. Ich kenne Creative Commons vor allem auch aus der wissenschaftlichen Seite und da geht es sehr viel um Zugang zu Wissen und dort halte ich Creative Commons für eine wirklich elementare Säule der Zukunft für staatlich geförderte Forschungsprojekte. Forschung wird ja vor allem betrieben und subventioniert auch vom Staat, um die Allgemeinheit und die Gesellschaft weiterzubringen. Ich glaube, es gewisse Teile der Kultur sind. Und diese Teile müssen dann auch der Gesellschaft und vor allem anderen Menschen, die daran arbeiten wollen, zur Verfügung stehen. Und da ist das meiner Meinung nach sehr stark forcierungswürdig auch. Also nicht nur forderungswürdig, sondern auch forcierungswürdig, dass man, wie das die USA gemacht hat, eine Regel einführt und sagt, wenn das hauptsächlich von staatlichen Quellen subventioniert wurde oder gefördert wurde, dass das Projekt, dann bitte stellt die Ergebnisse auch der Allgemeinheit zur Verfügung. Von dem her, ja, doch. Es ist eine Alternative und es ist eine Alternative, die uns mehr bewusst sein sollte und vor allem auch Künstler mehr bewusst sein sollte. Ja, da kann ich auch vielleicht nochmal eine positive Anmerkung machen. Die Stadt Linz zum Beispiel, die hat ja diesen Kulturbonus von 10% auf öffentlich geförderten Kunstprojekte, wenn sie eben eine freie Lizenz darauf haben. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Ansatz und durchaus ein unterstützenswerter Ansatz. Vielleicht noch eine Frage an Sie. Also wir haben ja ein Problem, dass man zum Beispiel, was die Flexibilität bei den
unterschiedlichen Lizenzmöglichkeiten angelangt. Also dass ich zum Beispiel, ich bringe eine CD heraus und möchte zum Beispiel die zweite CD unter Creative Commons Lizenz bringen und bin aber gleichzeitig GEMA-Mitglied und habe dadurch ein Problem. Wie könnte man so eine Flexibilisierung vorantreiben oder würde sowas aus Ihrer Sicht Sinn machen, so eine Flexibilisierung voranzutreiben? Also zunächst muss man sagen, dass das Urheberrecht als solches Creative Commons ja nicht widerspricht. Der Urheber hat ja die Möglichkeit, sogar zur Gänze zu verzichten auf sein Urheberrecht und auch zur Gänze auf Namensnennung zu verzichten und zur Gänze auch darauf zu verzichten, dass ihn irgendjemand fragt, wenn das weiter bearbeitet wird und so weiter. Also all diese Unterformen, die Creative Commons kennt. Also das kann der Urheber schon heute machen. Und insofern, ehrlich gesagt, bin ich gar nicht, irgendwie stimme ich mit Ihnen ja gerade so fast gänzlich überein zu dem, was Sie über Creative Commons gesagt haben. Wenn es die Entscheidung des Künstlers, des Urhebers ist, sozusagen sein Werk unter eine Creative Commons Lizenz zu stellen und nicht jemand anderer ihm das aufzwingt. Ich glaube, diese Entscheidungsfreiheit sollte man dem Kreativen nicht nehmen, sondern das muss schon bei ihm bleiben. Das zweite ist sozusagen, wie sich die Creative Commons Lizenzen mit den herkömmlichen Verwertungsmodellen vertragen. Die herkömmlichen Verwertungsmodelle, Sie haben die GEMA genannt und in Österreich gibt es die AKM, sind ja eher mal so ausgerichtet, dass man die Nutzungsrechte dort zur Wahrnehmung übergibt und diese Gesellschaften versuchen halt ein Maximum an Einnahmen zu erzielen und dann die Künstler dann wieder auszuschütten. Wenn halt natürlich jetzt ein Künstler sagt, aber ich will das gar nicht verwerten, sondern ich will es eher publizieren und mir reicht die Namensnennung zum Beispiel, dann muss er dieses Werk zurückrufen. Und die Möglichkeit des Rechte-Rückrufs, die hat es schon bisher gegeben, aber sie wurde eigentlich nicht besonders stark genutzt. Also das ist nicht etwas, was die Künstler besonders nachgefragt haben, aber nach Informationen, die ich aus diesen Gesellschaften bekomme, wird es jetzt zunehmend schon ein Thema. Wobei halt allerdings sozusagen ein Problem zu lösen sein wird, dass nämlich der Künstler sagt, gut, also dieses Werk für den März habe ich es in und für Creative Commons eigentlich, hätte ich es gerne gehabt, aber ab April ist es dann wieder sozusagen normal in der Verwertungskette drin. Das ist an sich logistisch schwierig, wenn man überlegt, dass also selbst die AKM 25.000 Mitglieder der Bezugsberechtigte hat und jeder hat dann wieder sondern sicherlich eine Vielzahl von Werken, das muss man administrativ lösen. Aber vom Prinzip her, von der Entscheidungsfreiheit her, warum nicht? Wiewohl ich sage, es wird sicher ein Unterschied sein, ob man jetzt sozusagen eher von wissenschaftlichen Werken mit einem maximalen Anspruch auf Publikation ausgeht oder ob man halt von sagen wir einfachen Entertainment-Produktionen ausgeht, wo also ein gewisses Refinanzierungs- und Geschäftsmodell dahinter steht. Das sind unterschiedliche Anforderungen, die insofern die Unterhaltungsbranche kann mit Creative Commons Lizenzen verhältnismäßig wenig anfangen, aber das mit Grafik, Design, Wissenschaft, da kann das durchaus ein Thema sein. Gut, ich würde mich ganz gerne an dieser Stelle an die weiteren Gäste richten. Gibt es Fragen an unsere Teilnehmer? Ja, also ich versuche das ohne Mikrofon zu machen, vielleicht schaffe ich es laut genug. Ich finde die Diskussion durchaus spannend, aber es ist für mich eigentlich kaum über Urheberrecht gesprochen worden. Also über das Recht, das der Urheber hat, aus seinem Werk zu schöpfen. Es wurden dort verschiedene Probleme, verschiedene Verwertungsmodelle angeschnitten, aber das eigentliche Problem, nämlich wie schaut der Transport der Werke des Urhebers zum Endverbraucher aus, wie schaut dieser Prozess aus und wer behindert ihn derzeit real? Diese Thematik ist kaum angesprochen worden. Man weiß schon, die Verwertungsmodelle der Vergangenheit der letzten 500 Jahre waren immer an irgendwelche Träger gebunden. Egal, ob das gedruckte Buch war, ob das irgendwann einmal eine Schallplatte war, die Diskussion vom Zusammenbruch der Verwertungsindustrie, der Kopieindustrie, sage ich, um den aktuellen Technologien gerecht zu werden, also diese Kopieindustrie hat immer gejammert, egal ob das die Einführung des Rundfunks war, ob das die Einführung des Tonbands war, ob das die Einführung des Wetterkamm seinerzeit war, also da wird immer gejammert, ganz einfach deshalb, weil das Verwertungsmodell als Geschäftsmodell natürlich immer davon ausgeht, wenn Technologiewandel kommt, muss man auch das Verwertungsmodell, das Geschäftsmodell umstellen.
für heutige Zeiten, gerade wenn es um Musik oder ähnliche Dinge geht, natürlich keinen Träger dazwischen. Das heißt also, der Kern des Verwertungsmodells fällt weg. Eine Anpassung darauf habe ich zwar jetzt in Worten wahrgenommen, dass es sehr wohl die ganze Thematik gibt, dass man auch Lizenzgeschäft machen kann und dass in den letzten 10 Jahren sich da was geändert hat. Aber nach meiner Erfahrung hat sich ja deutlich mehr geändert. Wenn ich mich so zurückerinnere, was sich so in den letzten 20 Jahren geändert hat, es gibt 1200 Satelliten-Fernsehkanäle statt 2 Fernsehkanälen. Es gibt Konsolen, es gibt PC-Games, es gibt Leute, die mit PCs Beschäftigung ihre Zeit verbringen, weil sie etwas schreiben, wenn sie Texte machen oder ähnliches oder weil sie nur andere Texte im Internet anschauen. Das heißt, das Zeitverhalten, das Zeitbudget, das zur Verfügung steht, um diesen Konsum der vergangenen von vor 20 Jahren aufrechtzuerhalten und damit das Einkommen der überkommenen Industrien von vor 20 Jahren zu garantieren, ist natürlich auch nicht mehr vorhanden. Also auch da gibt es einen gesellschaftlichen Wandel. Und darüber hinaus möchte ich anmerken, ich bin auch Urheber. Also ich habe sowohl Texte geschrieben und veröffentlicht, ich habe auch Software geschrieben und veröffentlicht. Software, die zum Beispiel über 30 Jahre in Betrieb war, würde ich für jedes Mal aufnehmen dieser Software, die tagtäglich noch eingesetzt wird, was bekommen, das muss man wahrscheinlich auch deutlich besser gehen. Also da ist mein Urheberrecht ja ganz einfach nicht geschützt und das seit über 30 Jahren. Weil ich meine nicht mein Urheberrecht, weil das Urheberrecht, das kann ich mich nicht begeben. In Österreich zumindest nicht, aber das Wertnutzungsrecht natürlich an den Auftraggeber von Anfang an mit Haut und Hand verkauft ist. Das Gleiche passiert natürlich den meisten Unternehmern und im Sinne des Verwertungsmodells wird eine ganz konkrete Frage an die beiden Herren aus der Industrie haben: Wie groß ist der Anteil an Ausschüttung an die Kulturschaffenden aus dem Gesamtumsatz dieser Industrie? Bitte schön. Gute Frage, gerne Antwort. Muss man unterscheiden, ist das jetzt in Österreich oder reden wir jetzt von Amerika oder von wem sprechen wir jetzt eigentlich? In Österreich ist es so, dass wenn Sie heute einen Film produzieren, brauchen Sie mehr Geld dazu. Das ist einmal so. Und dann müssen Sie einmal Leute finden, die ein Drehbuch Ihnen verkaufen. Und dann wird es irgendwie abgekohlt und das ist dann irgendwie erledigt. Da hat es zum Beispiel genug Streitereien gegeben. Letzte Situation war mit dem ORF, der einen Film von Niki List gehabt hat, Müllers Büro, übrigens in dem Büro sitze ich jetzt, freue mich immer und denke immer noch an meine Niki, aber ich horche uns zu von oben. Und da war das Problem, dass du diese Rechte dem ORF verkauft hast. Und irgendwann hat Puls 4 Müllers Büro vom ORF gekauft und hat den gezeigt. Und der Produzent hat sich furchtbar aufgeregt und hat gesagt, die haben mich entmündigt. Weil zu dem Zeitpunkt, wo der Vertrag unterschrieben wurde, ja, war eine ganz andere Möglichkeit, das hat damals noch Puls 4 nicht gegeben, es hat nur den ORF gegeben, der war damals ein Monopol in Österreich. Und jetzt ist die neue Situation da und das ist natürlich ein Problem. Wenn wir das lösen, gemeinsam, würde ich gerne dabei sein und mithelfen, weil ich glaube, da haben Sie hundertprozentig recht, hundertprozentig auf Ihrer Seite. Wie jetzt die einzelnen Schauspieler abgegolten werden und was für Verwertungsketten es da gibt, also wenn man in Amerika liest, also es gibt jemanden, der 30 Millionen Dollar bekommt für 2 Stunden Film, dann kann man sich denken, wo diese Situation dahin geht. Aber das entscheidet leider der Markt. Wenn der Schauspieler 10 Filme macht und alle machen zwischen 20 und 30 Millionen Dollar, Schwarzenegger ist ein Beispiel dafür gewesen, ganz egal, was der gespielt hat, hat das Geld bekommen. Ja? Jetzt muss ich wieder ein Schauspieler sein, weil momentan ist es politisch ja nicht so erfolgreich. Aber was ich damit sagen will, ist, Sie sind in einer Situation, der Markt regelt eigentlich dem Schauspieler oder auch dem Drehbuchautor sein Geld. Das heißt, schreiben Sie ein tolles Drehbuch, das ist erfolgreich und Sie machen mit dem, die Produzenten machen mit dem viel Geld, wird der Produzent das nächste Mal wiederkommen und sagen, ich möchte gerne ein Drehbuch, ein neues haben von Ihnen und möchte gerne wieder mit Ihnen Geld verdienen. Das Problem, was wir alle haben, ist, und das sind Sie das beste Beispiel dafür, dass die Zeit einfach, und ich bin ja Gott sei Dank schon so alt, ich kann ja das schon erzählen, dass du die Zeit eben, was in 20, 30 Jahren ist oder was in den nächsten 30, vielleicht gibt es eine neue Technologie, wenn wir gar kein Internet mehr brauchen, I don't know. Momentan ist das Internet sozusagen die teuerste und beste Technologie, um mit Menschen zu kommunizieren. Ich weiß nicht, wie viele Menschen heute im Schnitt vor dem Computer sitzen und im Internet surfen, aber wahrscheinlich im Verhältnis schon mehr, als wie sie Zeitung lesen. Vor 20 Jahren war das unmöglich. Wenn ich meine Tochter sogar zur Zeitung lese, sage ich, das ist uncool. Ich tue mir das
habe eine App und dann schaue ich mir die Zeitung an. Das ist ja furchtbar, man hat immer so komisch platteln, mit so viel was in der Hand. Also ich gehöre leider zu der Generation. Meine Tochter findet das total uncool. Die macht ja auch drei Sachen auf einmal. Die schaut sich einen Fernsehfilm nebenbei an, dann ist im Internet und nebenbei chattet sie noch und schreibt irgendwelchen Leuten SMS. Das ist die neue Generation. Ob das alles so toll ist, das ist jedem. Aber wie gesagt, die Rechte, die verändern sich ständig und wir müssen auch, glaube ich, schon gerade auf solche Leute, die sich ein bisschen Acht nehmen und eben so sehr wohl diese Rechte schützen und jetzt sagen, die Zeit hat sich einfach geändert. Und die Bewertungsketten vergrößern sich ja ständig, das muss ich auch dazu sagen. Nur die Arbeitsplätze verringern sich auch. Warum? Weil sie können in kürzester Zeit einen Film oder irgendein Werk so schnell wie möglich verbreiten. Sie brauchen niemanden heute, den eine Karte abreißen, sich im Kino sich bemüht, dass sie einen schönen Platz haben, sondern das geht einfach zack und dann können sie das mal 100.000 Leute schon mal ganz schnell sich anschauen, ohne dass sie irgendwas dazu brauchen. Bitte, vielleicht kurz mal. Also, ich glaube, würden wir nur mehr auf die CDs und auf die DVDs setzen, wären wir halb tot. Gott sei Dank sind wir das nicht. Und da hat sich natürlich schon was entwickelt, aber ich gebe Ihnen recht zu sagen, die Verbreitung von Werken auf einen Träger, das ist doch etwas, wo ein Ende absehbar ist. Jetzt wissen wir alle nicht, wann das Ende kommen wird, aber also, wenn sich die nächsten 10 Jahren so fortsetzt, die Entwicklung in den letzten 10 Jahren, dann glaube ich, dass zum Beispiel im Bereich der Musik der Träger vielleicht ein Minimum des Umsatzes oder des Marktes darstellt. Die Schallplatte. Wiewohl gerade die Schallplatte sich in einer Nische nicht nur behauptet, sondern letztlich in den letzten Jahren eigentlich immer so um 10% auch wieder gewachsen ist. Also entwickeln sich dann Dinge, die kein Mensch vorhersehen kann. Aber natürlich sozusagen das Wachstum des Musikmarktes kommt vom Digitalvertrieb, da gibt es keinen Träger mehr, da gibt es einen File oder es gibt einen Stream und ich glaube, dass genau dort das herkommt und ich habe das also im Jahr 2004, das markiert letztlich so den Beginn des Digitalmarktes für Musik in Österreich, da sind die ersten Shops dann online gegangen, es war die Telekom da damals die ersten. Insgesamt hat es 2004 drei Plattformen gegeben, 500.000 Titel wurden angeboten und wir haben 700.000 Euro Umsatz gemacht damals. Und vergangenes Jahr haben wir 25 Shops gehabt, online und mobile. Mobile ist in Österreich extrem stark international auch gesehen. Es sind 16 Millionen Titel mittlerweile vorgeklärt und am Markt. Das ist faktisch das verfügbare Musikrepertoire und der Umsatz liegt bei 24 Millionen. Das heißt, die alte Trägerindustrie ist teilweise nur mehr vorhanden, ich will nicht sagen, sie ist tot, aber sie ist teilweise vorhanden, aber dort, wo sie Platz gemacht hat, ist schon etwas Neues auch hinzugekommen. Letzte Frage von Ihnen war, wer kriegt was? Das ist eine Frage der Verteilungsgerechtigkeit, die haben Sie auch anfangs angesprochen mit den Fragen des Urhebervertragsrechts, da geht es ja um Verteilungsfragen. Allerdings wollte ich Ihnen da sagen, man muss zuerst einmal was verdienen, bevor man was verteilen kann. Die andere Wahrheit. Warum? Warum man was verdienen muss, damit man was verteilen kann. Ja, was wollen Sie sonst verteilen? Schulden. die Anteile der Komponisten, das ist durchaus ein Modell übrigens, dass Schulden verteilt werden, ja, auch auf nächste Generationen. Die Anteile der Urheber, das ist tarifiert, das sind ungefähr 10% vom Verkaufspreis. Die Künstler sind nicht tarifiert, das ist eine Frage von Verhandlung. Da gibt es natürlich die Newcomer, die weniger verdienen und durch die arrivierten Künstler holen dann mehr heraus, aber im Durchschnitt sind es zwischen 10% und 12%. Und bei den Labels ist es eine Mischrechnung, weil das Label hat ja keinen fixen Anteil, sondern das Label muss aber zuerst eine unternehmerische Funktion dann investieren. Und dann haben sie Rückflüsse aus den Verkäufen. Und bei manchen Produktionen ist es genau null, das sind nämlich die Flops sind. Und bei anderen ist es halt wieder mehr. Aber in Summe und über ein ganzes Jahr gesehen hat die Kommission sogar eine Überprüfung gemacht in Form einer sogenannten Folgenabschätzung und ist gekommen dabei auch ungefähr 10-15% Anteil. Also das ist etwa die Verteilung mit allen Unschärfen, die das hat. Ich glaube,
Punkt angesprochen, der mir auch sehr am Herzen liegt. Das ist nämlich eine wesentliche Veränderung, die wir auch beobachten mit der zunehmenden Technologisierung. Es ist immer einfacher, urheberrechtliche Werke zu produzieren und in hoher Qualität zu produzieren. Also wenn ich mir anschaue, was da allein ein Computer ist im Raum, den man eigentlich sehr gut Dinge produzieren kann, kommt es zu einer sehr großen Veränderung eigentlich der Kultur- und Kunstproduktion. Und die Frage, die wir uns dann noch in längerer Frist stellen müssen, brauchen wir überhaupt einen so großen Vertrieb und eine so große Rolle des Vertriebs, wie wir sie bisher benötigt haben, wo es wirklich notwendig war, physische Produkte zu schaffen und physische Produkte zu verteilen und Werbung zu machen. Und es gibt immer wieder Bands, die probieren mit direktem Marketing und direktem Vertrieb dann Geld zu machen, teilweise mit sehr experimentellen Modellen, wie das Radiohead gemacht hat mit Pay As You Wish, und da kannst du das runterladen. Ja, es kommen Beispiele. Der Punkt ist, wir leben in einer Kultur, die sich durch die Technologie, die wir haben, sehr stark verändert. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich durch die Technologie sehr stark verändert. Und auf das müssen wir da auch Rücksicht nehmen und uns da fragen, ist jede Industrie an sich notwendig und schützenswert? Oder sollten wir eher schauen, dass wir gesellschaftlich vorankommen und uns zumindest mal die legale Realität auch der Kultur der Menschen dann noch mehr anpassen? Dankeschön. Hier gibt es noch eine Frage. Ich würde Sie bitten, vielleicht eine konkrete Frage an einen konkreten Teilnehmer zu stellen, vielleicht ein bisschen kürzer mit den Antworten. Ich würde ganz gerne, dass alle, die nur Lust haben, eine Frage zu stellen, dann wirklich drankommen. Danke. Ich bin Teil einer Band, die ihre Musik unter Creative Commons Musik Lizenz stellt. Und uns wird damit da zum Beispiel werden Steine in den Weg gestellt, indem wir einfach, wenn wir eine CD produzieren wollen, müssen wir Abgaben zahlen an die Austromechaner, damit sie überprüft, ob wir da als Urheberrecht geschützten Inhalt auf der CD raufhaben wollen oder nicht. Wieso liegt das, die Pflicht bei uns, dass sie es überprüfen, also dass wir es zahlen müssen, dass sie es überprüfen? Ich sehe da einfach ein Problem, das einfach auf heute Art und Weise, wie man so eine Sache angeht. Wieso passiert das? Warum sind wir dafür verpflichtet, dass wir schauen, dass wir keinen Scheiß machen? Also warum müssen wir dafür was zahlen, im Präventiv? So meine. Die Frage richtet sich an Sie. Ich muss allerdings eingangs sagen, dass ich nicht die Austromechaner vertrete, sondern wir sollen selber auch die Austromechaner. Aber ich sozusagen in Kenntnis der Situation, ich glaube, dass jedes Presswerk, bevor es einen Presseauftrag annimmt, prüfen muss, ob das rechtlich in Ordnung ist. Das ist so eine Routineprüfung, die das Presswerk auch macht, und natürlich fragen sie dann Sie, wenn Sie dorthin kommen mit dem Master, ob Sie die Rechte dran haben. Wenn Sie das Urheberrecht nicht der Austromechaner zur Wahrnehmung übertragen haben, dann würde ich Ihnen dringend raten, nicht einen einzigen Cent an die Austromechaner zu zahlen. Dafür gibt es überhaupt keinen Grund, und wenn Sie das eh gemacht haben, dann holen Sie sich das Geld zurück. Das müssen Sie nicht tun. Ja. Wenn Sie Ihre Rechte der Austromechaner bereits übertragen haben, und Sie wollen sie für Creative Commons jetzt verwenden, dann ist das eine Frage des Rechte-Rückrufs. Und den müsste Ihnen die Austromechaner wohl auch ohne jegliche Kosten anbieten können, weil das ist ein gutes Recht des Urheber. So wäre eine ideale Welt. Wie das in der Praxis ausschaut, wissen Sie ja nicht besser als ich. Bitte schön. Ich versuche es kurz zu halten. Ich würde nämlich gern auch einfach eine weitere Position einwerfen, nämlich die von Softwareautoren. Da habe ich zwei Hüte auf, nämlich vollkommen kommerziell und freie Software, und einfach einmal, nachdem der Teil, der sich mit freier Software beschäftigt, auch ein sehr wesentlicher Teil der Gegenstimme gegen ACTA ist, auch deponieren. Für uns ist Urheberrecht eigentlich ein sehr, sehr fundamentales Recht. Also der Begriff von Freiheit, den wir mit freier Software haben, ist
sehr, sehr direkt mit den Rechten verbunden, die das Urheberrecht uns gewährt, diese Software frei zu halten. Das heißt, sowohl als freier wie als normaler Softwareautor, ich liebe das Urheberrecht, ich hasse das Patentrecht. Sie müssen sich das so vorstellen, nur damit Sie wissen, in welcher Situation wir bereits sind. Es gibt Unterlagen des Patentamts, nicht unseres, ich glaube, es waren die Japaner oder die Amerikaner, bin mir nicht sicher, in denen Sie bedauern, dass Sie in Ihrer Branche zu spät gekommen sind und Ihnen leider nur minderwertigen Schutz im gewerblichen Rechtsbereich anbieten können und eben keine Patente auf, ich flunker jetzt einmal, eine Szene mit einem Raum, mit einem Mörder und mindestens einer weiteren Person. Das klingt witzig, aber so schaut unsere rechtliche Realität aus. Deswegen ist für uns eine Debatte über Reformieren wie das Urheberrecht relativ sinnlos, weil wir brauchen eine Reform, die eigentlich von vorn bis hinten durch das ganze Immaterialgüterrecht fetzt. Wir haben dieselbe Situation in Österreich, weil wir ein relativ schwingliches, ich darf das öffentlich sagen, die kennen mit Patentamt haben, zusätzlich im Markenbereich, weil wir da kleine Softwarepatente haben, weil die sind ja dem europäischen Nichtbeschluss, den sie jetzt vollziehen, auch noch einige Jahre vorausgeeilt. Endeffekt für uns, Urheberrecht ist für uns nur mehr relevant im Verhältnis zum Kunden. International ist unser Urheberrecht bereits irrelevant. Auf der einen Seite freut mich das ein bisschen, weil wir sind als Europäer treibende Kraft hinter der Erstellung freier Software. Auf der anderen Seite habe ich ein weinendes Auge, weil die Basis liegt daran, dass wir es fast nicht mehr verkaufen können. Wir haben entsprechend, was das Urheberrecht angeht, ein paar Kleinigkeiten, die wir fordern würden. Da geht es, ich glaube, das Einzige, was die Runde betreffen würde, wäre eine Anpassung bzw. eine Konkretisierung der Gewerblichkeit, weil wir einfach das Problem haben, gewerbliche Verletzung des Urheberrechts ist in Wirklichkeit mittlerweile fast alles. Wir haben einfach keine Unterscheidung mehr zwischen Lieschen Müller, die dreimal was kopiert hat, oder in, also sie in Deutschland 30 Mal und deswegen gewerblich ist, und einer großen Firma, die ein Produkt schnappt und sie das kopiert, das ist rein juristisch leider mittlerweile dasselbe. Ergibt sie über den Lauf der Rechtsprechung, ist ganz normal, dass das passiert, es ist einfach Zeit für den Gesetzgeber, da wieder mal eine Klarstellung zu machen und die Schrauben im Gesetz wieder dorthin zu stellen, wo sie hingehören. Interoperabilität trifft uns, glaube ich, nur beim DRM und ich glaube, mit dem hat man noch keine OP abgeschlossen. Im Generellen denke ich mal, wenn man sich den zeitlichen Verlauf anschaut, wo wir jetzt dann wieder ein bisschen in der Runde sind, wird das alles in Zukunft relativ versöhnlich. Wir haben ja mit H2P ein Experiment hinter uns, das hinter den Kulissen, glaube ich, für keinen der Beteiligten besonders erfolgreich und gut war, wo sich aber sehr viel davon lernen lässt für alle Seiten und immer denke, wenn wir von dort aus aufbrechen können, in genau das, was Sie gesagt haben, dass wir wieder anstatt, dass jetzt Community, Rechte, Inhaber, ich formuliere das jetzt einmal so salopp, und Konsumenten sich gegenseitig im Markt anbrüllen, sondern dass wir eher schauen, dass wir den Rest der Probleme, die es gibt, beseitigen, dann haben wir wahrscheinlich alle miteinander mehr davon. Darf ich das vielleicht so, wie du das am Anfang auch dargestellt hast, dass gerade eine Wortmeldung so im Raum stehen lassen? Ja, klar. Weil ich habe jetzt keine konkrete Frage an einen konkreten Teilnehmer erkannt. Nein, das war ja auch nur Position von mir. Okay, nein, ist ja wunderbar, finde ich toll. Aber ich würde es einfach gerne als das generelle Wortmeldung einfach ja, stehen lassen. Gut. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, ich will das auch nutzen, dass wir sehr erfahrene Herren von der Industrie hier sitzen haben. Im Grunde genommen haben wir heute tatsächlich nicht angesprochen, was Sie sich jetzt eigentlich wünschen an der Änderung des Urheberrechts. Also wo soll der Zug Ihrer Meinung nach überhaupt hinfahren? Vielleicht nur kurz die Anmerkung, ich habe das Gefühl, in der öffentlichen Diskussion gibt es ein paar Mythen, die verbreitet werden, auch von der Industrie, Sie haben es selbst angesprochen, zum Beispiel, Sie haben erwartet, wir sind komplett gegen das Urheberrecht hier jetzt heute. Und dieser Mythos taucht eigentlich in absolut jedem Zeitungsartikel auf,
obwohl es nie ausgesprochen wird. Also ich wüsste gar nicht, wo der herkommt. Vielleicht können wir das auch irgendwie einfließen lassen. Also ein bisschen konkreter, was will die Industrie eigentlich ändern am jetzigen Gesetzeszustand? Vielleicht auch gleich noch zusätzlich, weil Sie die Durchsetzung schon angesprochen haben am Anfang, wie Sie sich die vorstellen. Also, Sie müssten mir dann sagen, also dann, für wen, ob Sie für eine Gruppe sprechen oder ob Sie nur für sich selbst sprechen, weil Sie gesagt haben, die sind ja eigen oder wir sind ja gar nicht so sehr gegen Surbrech. Also, ja, die Community. Und Sie können das ja mit Netzgemeinde substituieren, die ja gerne als Feinde sehen wird. An sich eigentlich nicht als Feinde, aber so die Netzgemeinde ist ja auch sozusagen ist ja nicht homogen, sondern ist ja sehr bunt und sehr vielfältig. Die Frage ist, was wünscht sich die Industrie? Ja, das klingt immer so Industrie. Also zunächst, klar, wir haben in unserer Industrie habe ich immer ein paar andere Vorstellungen als Musikbranche und Filmbranche, aber nennen wir es auch Industrie. Ich glaube, dass es um das Finden ausgewogener Lösungen geht. Und wenn Sie mich jetzt so ganz spontan fragen, was wir wünschen, es ist die Inforichtlinie der EU, die ja über einen wirklich mehrjährigen Zeitraum, ich glaube es waren insgesamt 6 Jahre, verhandelt und diskutiert wurde, das schlechteste Fundament nicht für einen Rechtsrahmen, auch für das Internetzeitalter, das heißt die Urheber in der Informationsgesellschaft. Und ich glaube, dass sich diese Richtlinie an sich mit diesem Set an Rechten, an Vergütungsansprüchen, aber auch sozusagen von Ausnahmen vom Urheberrecht. Also was ist erlaubt, ohne dass man irgendjemanden fragen kann. Also angefangen von der Privatkopie über Nutzungen, die Sie wahrscheinlich unter Fair Use verstehen, dass dieses Set an also Rechten, Vergütungen und Ausnahmen verhältnismäßig ausgewogen und gut ist. Was im Moment nicht funktioniert, und sage ich einmal, nicht in der ganzen EU, aber spezifisch in Österreich, ist die Rechtsdurchsetzung. Wir haben in Österreich keine Rechtsdurchsetzung von Urheberrechten im Internet. Ich habe vor einiger Zeit mit einem Vertreter der Piratenpartei gesprochen, der hat gesagt, der heutige Zustand ist ideal, so soll er bleiben. Und damit hat er eigentlich aus seiner Sicht, aus seiner persönlichen Sicht, gar nicht Unrecht gehabt, weil es gibt im Moment keine Rechtsdurchsetzung im Urheberrecht, im Internet. Und das halte ich für einen Zustand, der natürlich auch nicht akzeptabel ist. Ich glaube, wenn jemand ein Recht hat, dann muss er eigentlich auch die Chance haben, dieses Recht durchzusetzen. Ich bin jetzt wirklich nicht Sheriff und nicht irgendwie, sondern es hat einfach keinen Sinn, ein Recht zu haben, um das nicht durchsetzen zu können. Das ist die Verantwortung damit ausgelöscht. Daher glaube ich schon, dass wir eine Durchsetzung brauchen. Daher glaube ich auch, dass es einen Auskunftsanspruch des Internetproviders geben muss, wenn es sozusagen zu Verletzungen des Urheberrechts, aber auch anderer Gesetze im Internet kommt. Allerdings das halt natürlich unter bestimmten Kautelen, die Privatsphäre schützen. Ich glaube, dass man ohne richterlichen Beschluss nicht an Daten herankommen soll und auch darf. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass es eine Verantwortung für Gesetzesverletzungen geben muss, wenn man nicht sagt, in diesem Bereich speziell, sozusagen hebe ich den Rechtsstaat aus. Und das kann man auch als Standpunkt vertreten, ich vertrete ihn nicht. Ja, ich glaube, bei dieser ganzen Diskussion muss man auch einmal wirklich das Ganze wieder erden. Ja, also es wird immer so getan, als gäbe es nichts Wichtigeres auf der Welt, als Urheberrechte durchzusetzen. Und wir reden hier von einem Gesetz, das kein Strafgesetz ist, es liegt hier kein Offizialsdelikt vor. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum Staatsanwälte sich damit beschäftigen wollen. Das ist auch ein Kritikpunkt, der immer wieder aus Richtung IFTI und VfG kommt. Das würden wir gerne im Strafgesetz haben. Und da muss man sich echt mal die Frage stellen, ist das irgendwo verhältnismäßig? Und auch dazu, es geht ja auch immer darum, entsteht ein Schaden. Entsteht ein Schaden durch File-Sharing, durch Kopien etc. Hier widersprechen sich einfach verschiedene Arbeiten. Und
gerade iTunes hat auch gezeigt, dass File-Sharing nicht zwingend darauf zurückzuführen ist, dass die Leute alles gratis haben wollen, sondern dass sie es nicht anders bekommen. Und in dem Moment, wo iTunes online gegangen ist und Apple mit den iPods eine hohe Verbreitung erreicht hat, haben die Leute plötzlich weniger File-Sharing betrieben. Und wenn man hier jetzt irgendwie mal das korrigiert und Kausalitäten vermutet, dann schaut es so aus, als würde ja die Ursächlichkeit für die Durchsetzung daran liegen, dass es keine Angebote gibt. Da kann ich nicht vorstellen. Also da muss man mal sagen, dass es im Moment ja die Angebote gibt. Sie sind ja da und falsche existieren nach wie vor. Dienste wie Mega Upload existieren ja auch nach wie vor. Ja. Schaden dadurch ist die Frage. Und das glaube ich sehr wohl, dass ein Schaden dadurch entsteht. Naja, Entschuldigung, ja. Ich meine, das ist die Frage, sozusagen, ich glaube sozusagen, dass wenn in ein Urheberrecht eingegriffen wird, dadurch sozusagen per se der Urheber einen Schaden hat, sondern per se die Möglichkeit haben sollte, sich dagegen zu wehren. Man muss nicht nachweisen, sondern dass in seinem Leben jetzt ihm ein persönlicher Schaden entstanden ist. Ich glaube, das ist sozusagen schon ein grundsätzlicher ein Begriff, oder dass das keine Beweislast umkehrt, die Sie haben wollen hier. Und ansonsten, ich weiß nicht, was so massiv dagegen spricht. Wenn wir hier, und wir haben von verschiedenen Seiten gehört, und jetzt wird die Diskussion ja lebhafter, ja, es sind ja alle grundsätzlich fürs Urheberrecht, aber es sind grundsätzlich nicht alle dafür, dass das Urheberrecht auch ein durchsetzbares Recht ist. Und da habe ich ein Problem. Ja. Ich meine, ehrlich gesagt, wenn man es nicht durchsetzen kann, dann soll man es ja bleiben lassen, dann kann man das geistige Eigentum auch vergessen, dann existiert es nicht mehr. Ich glaube, diese Grundsatzentscheidung muss man schon mal diskutieren. Ein Schaden muss nachgewiesen werden. Man kann das Urheberrecht durchsetzen und es wird immer so getan, als wäre dieses Internet so eine Parallelwelt, in der Dinge passieren, die sonst nirgendwo passieren und in der Dinge nicht gehen, die sonst überall gehen. Und in Wirklichkeit ist das Internet einfach nur ein weiterer Kommunikationskanal. Und wir haben, und der VAP ist ja ganz stolz darauf, dass was sich alles machen lässt rechtlich, durch die Sperrverfügung von Kino.to bei UPC. Und jetzt hier sich hinzusetzen und so zu tun, als ginge es nicht, irgendwelche Rechte durchzusetzen in Österreich, tut mir leid, aber... Ich bin ja dafür. Ja, aber das geht schon. Das geht schon. Da brauchen Sie keine Änderungen, Sie können die Rechte durchsetzen. Das müssen Sie mir erklären, wie alle Provider des Landes, dass sie aus datenschutzrechtlichen Gründen zu keinerlei Auskunft berechtigt sind, wenn man ihnen eine IP-Adresse gibt und sagt, wer ist eigentlich der Inhaber dieser IP-Adresse. Ja? Und damit haben diese Provider recht, ja? Weil eine datenschutzrechtliche Grundlage dafür heute nicht gegeben ist. Daher können Sie auf gegründet auf den Unterlassungsanspruch Kino.to rechtlich verfolgen, aber Sie können, wenn jemand mit seinem Internetanschluss Urheberrecht, Markenrecht, alle anderen Zivilrecht verletzt, keine Verantwortung erzeugen, das wird Ihnen nicht gelingen, weil aus datenschutzrechtlichen Gründen es nur möglich ist, bei schweren Verbrechen bis hin auch zum Terrorismus das zu machen, bei allem anderen nicht. Das ist die heutige Gesetzeslage und daher ist das Urheberrecht nicht durchsetzbar. Aber eines wollte ich Ihnen sagen. Sie haben jetzt das Urheberrecht nicht dem Terrorismus gleichgesetzt. Nein, bitte nicht. Was ich Ihnen nur sagen wollte zum Thema Strafrecht und Zivilrecht. Ich bin sofort bereit, das Urheberrecht, wenn es nicht sozusagen da spielt das Gewerbliche dann wieder eine Rolle, wenn es nicht um wirklich schwere gewerbliche Verletzungen geht, ja, die sollten im Strafrecht bleiben, weil ich glaube, dort gehören sie auch hin aufgrund des Schadens. Wenn es sich um ganz einfache Verletzungen handelt, dann gehört es raus aus dem Strafrecht, das ist auch eine zivilrechtliche Geschichte, bin ich sofort dafür. Okay. Michael Bauer, du kurz zur Rechtsdurchsetzung und dann würde ich ganz gerne wieder fragen. Ja, das hat mich da ein bisschen verwundert bei der Diskussion ist, wir gehen ja davon aus, dass die Menschen, von denen Sie die IP-Adresse wollen, bewusst Verstöße gegen Verwertungsrechte begehen. Und das in meiner Meinung nach muss man da wirklich einen großen Unterschied machen, ist das eine Privatperson, die da etwas zum Beispiel
streamt, ohne dass deine Lizenz vorhanden ist, oder ist das jemand, der da anbietet? Und bei den Anbietern ist das ganz, ganz klar schon geregelt, dass man dagegen vorgehen kann. Kann jeder Provider auch dagegen vorgehen. Da muss ich mir helfen, und morgen kann das nicht. Ja, wir haben auch ein Recht auf die, also wir haben ein Gesetz, was Privatkopieren möglich und erlaubt, Naja, die Frage ist, wenn man da verfolgen, will man die Menschen verfolgen, die das anbieten, oder will man die Menschen verfolgen, die da was konsumieren, von dem sie in sehr vielen Fällen gar nicht beurteilen können, wie die Rechtslage genau wäre. Okay. Gut, ich möchte wieder weiterleiten zu Fragen aus dem Publikum. Bitte schön. Vielleicht kurz anmerken, die Zeit ist schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Also ich würde sagen, wir nehmen noch drei Publikumsfragen dran und dann würde ich sagen, wir schließen das Ganze. Wir können gerne dann im Anschluss noch im kleineren Rahmen weiter diskutieren. Also erstens hat es geheißen, die Provider sind nicht dafür verantwortlich, also es soll nur gespeichert werden, wer mit wem kommuniziert und nicht über die Inhalte. Das heißt, wenn ich die Inhalte nicht mitspeichere, weiß ich ja gar nicht, ob da irgendwas illegal downgeloadet wurde. Also das würde ja da schon weitergehen. Außerdem kommt mir das so vor, als würde ich die Post verantwortlich machen, ob einer in ein Paket Sprengstoff verschickt. Das heißt, die Post wäre verpflichtet, jedes Paket aufzumachen, eine Liste zu schreiben, welcher Absender, welcher Empfänger und was war drin. Das kann ja tun. Ich würde ganz gerne die Antwort. An wen ist die Frage gerichtet im Konkreten? Ich bin für die Post. Also nochmal zu Kino.to, wen schützen wir denn vom Kino.to? Kennen Sie die Herrschaften von Kino.to persönlich? Nein, ich kenne sie nicht. Warum nicht? Ich würde mal erkundigen, wer das ist, welche Leute das sind, wer da dahinter steht. Haben Sie das? In irgendeiner Art und Weise verteidigt? Nein, Sie haben ja gerade gesagt, also bei Kino.to ist es ja, also, aber es geht jetzt wirklich, also so sehe ich es jetzt. Wir gehen da jetzt ins Persönliche, genau, ich vertrete... Die haben ein Verfahren anhängig, gerade die Leute. Ja, Gott sei Dank. Ja, also das sind auch Menschen, die man nicht schützen soll. Die gehören genau dorthin, wo sie nämlich hingehören. Ja. Und leider sind die Provider diejenigen, die in Österreich die Kino.to sehr lange unterstützt hat. Aber das zeigt doch, dass das nicht gesetzt. Die haben genau gewusst, was da passiert. Und wenn Sie mal bei Kino.to hineingeschaut haben, dann werden Sie ja wissen, was Sie vorher sehen. Wissen Sie das? Haben Sie schon einmal Kino.to in der Vergangenheit sich angeschaut? Nein, haben Sie das schon gesehen? Nein. Nicht? Sie sehen das nicht, oder? Na super, da brauchen Sie ja nicht schützen. Das ist ganz einfach. Haben Sie schon mal gesehen? Waren Sie schon mal drin? Nie! Das gibt's halt. Haben Sie jetzt Angst, dass ihr verurteilt werdet? Also stellen Sie Fragen, wenn Sie antworten. Die Frage ist, wenn man zum Beispiel Kino.to, ja, die sind jetzt eingesperrt und die sind nicht nur eingesperrt deswegen, weil sie so lieb oder so nett im Netz irgendwelche Dinge verbreiten, sondern weil sie genau verbrecherische Taten verbracht haben. Und das ist eindeutig, sonst würde sie nicht. Und jetzt ist das österreichische und deutsche Gesetz. Ich danke Ihnen, dass Sie diesen Punkt unterstützen, den ich vorher gebracht habe. Okay, also ich bin ja ein großer Fan von lebhaften Debatten und deswegen, an diesem Punkt finde ich die Debatte gerade richtig spannend und toll. Also es macht richtig Spaß. Vielleicht können wir trotzdem wieder ein bisschen zur Mäßigung zurückkommen. Es macht keinen Sinn, dass wir da jetzt in Persönlichkeiten hineinfallen. Ich glaube, es wäre wichtig, dass wir vielleicht die Fragen auch beantworten. Ich habe jetzt noch keine Antwort eigentlich auf die Frage der Dame bekommen. Aber vielleicht könntest du noch kurz einen Satz dazu sagen und dann vielleicht Michi Bauer vielleicht noch kurz eben auf die Stellungnahme schon vorhin noch mal kurz antworten und dann machen wir die nächsten Fragen. Also noch einmal, ich glaube schon, dass in Zukunft auch die Post verantwortlich sein müsste und sie tun es ja teilweise schon, wenn zum Beispiel irgendwelche Pakete verschickt werden, wo sie annehmen, dass da irgendwelche Sprengstoffsachen drinnen sind. Ich meine, die Situation, die Briefe verschickt wurden, ich weiß natürlich, dass dann die Polizei sehr wohl schaut, was da bei der Post passiert. Also das Beispiel finde ich leider nicht sehr gut. Leider sind wir zu einer Zeit, dass Menschen auch die Post benutzen, um irgendwelche Attentate zu führen. Ich habe das gerade eben unter uns gehabt, glaube ich. Ja, und was gilt nach wie vor das Postgeheimnis? Und ich denke,
Der Inhalt wird auch bei der Post jetzt kontrolliert. Das ja, ist das Berufsmus, ja. Entschuldigung. Nein, es fällt mir mittlerweile schon schwer, die Position als Moderator zu übernehmen. Trotzdem, also das erste Mal der Michi Bauer, dann Sie noch mal kurz und dann die Post. Ich möchte noch zum vorigen Statement zugehen. Ich glaube, da hast du auf mich Verständnis vor. Ich glaube, es ist nicht weder in meinem Sinn noch im Sinn von Markus, den Betreiber von Seiten wie Kino.to zu verteidigen und zu sagen, das soll man so das Sommergesetz hier nicht durchsetzen. Da handelt es sich ganz klar um, weil, ich glaube, woran sie angespielt hat, ist die Werbung, die man sieht auf solchen Seiten. Da handelt es sich sehr klar um Menschen, die Dinge anbieten, für die sie keine Lizenz besitzen, um damit Geld mit Werbung zu verdienen. Aber man sieht auch an dem Beispiel, dass es gelingt, und auch am Beispiel Mega-Upload, dass es gelingt, die Menschen zu ermitteln, die solche Dienste betreiben und dann auch zu verfolgen. Und was nicht passieren darf, ist, dass die Privatbenutzerinnen, also in meiner Sicht, die solche Dienste benutzen und nicht einschätzen können, ist das jetzt eine legale Plattform, die sich über Werbung finanziert und dahinter Abgaben zahlt für die Lizenzen oder nicht. Da steht ja nirgends, diese Filme werden lizenzfrei angeboten. Also das kann ein Privatbenutzer gar nicht beurteilen. Und daher sollte man die Privatbenutzer auch da nicht vorverurteilen und verurteilen. Und das... Bitte schön, ich wollte nur zur Ehrenrettung der Post was sagen. Also die Post, wenn ich sie mit Provider gleichsetze, sozusagen zwei ganz klare Dinge. Die Provider sind selbstverständlich nicht verpflichtet, das Internet zu überwachen. Das kommt ja auch sozusagen immer wieder dann als Killer-Argument. Und das Zweite ist, selbstverständlich sollen, können, dürfen die Provider nicht hineinschauen, was jemand mit seinem Internetzugang macht. Also darum geht es nicht. Nur so eine alte IFPI-Forderung, dass genau das passieren soll, dass die Provider diese Aufgabe übernehmen wollen. Also Entschuldigung, da haben Sie wirklich völlig falsch verstanden. Ich habe nie gesagt, die Provider, das müssen Sie mir jetzt auch erzeigen, aber das finde ich sicher nicht, dass das nicht verstanden. Also keine Überwachung, wäre absurd, ich meine, wer kann das Internet überwachen, das ist das schon so bekannt. Das Zweite, natürlich keine Deep Packet Inspections und so weiter, das ist absolut nicht mit dem Ausdruck, das ist nicht gemeint. Also jetzt noch eine inoffizielle Stelle in der Post. ganz inoffizielle, weil ich natürlich überhaupt keinen Stellvertreter der österreichischen Postler bin, einfach so aus der Situation heraus. Natürlich haben wir, ich glaube, das ist auch bewusst, ein sehr, sehr starkes Bedürfnis, das Vertrauensverhältnis unserer Kunden aufrechtzuerhalten. Ich meine, wir sind diejenigen, die tatsächlich die E-Mails lesen könnten. Wir hocken nur jedem Administrator die Hand auf, der es probiert. Für uns schaut die Situation dann natürlich auch jedes Mal anders aus, je nachdem, welchen Rechtsbereich, sondern welchen technischen Vorgang es betrifft. Und da kommt natürlich auch dazu, wir haben natürlich auch schon eine sehr, sehr lange, ich nenne das jetzt einfach einmal Liebesbeziehung mit Rechteinhabern. Da war jetzt zum Beispiel bei Kino.to, da weiß ich nicht besonders viel darüber, wie das jetzt innerhalb der ISPA gelaufen ist, aber wir haben natürlich ein sehr, sehr geringes Interesse daran, Domainnamen sperren, weil um das jetzt ging es damals, als Präzedenzfall zuzulassen, egal wie gut oder wie schlecht wir die Seite finden, dass uns Kino.to, dass das völlig klar war, was da läuft, das ist eine Sache. Die zweite Sache ist aber, dass einfach aus dem Blickwinkel eines Internetproviders allein die Möglichkeit, Domainnamen sperren zu lassen, wo man ganz genau weiß, das dauert ungefähr 25 Sekunden, bis der nächste Domainname, nämlich dann kinox.de, wieder unterwegs ist. Das ist
ist eben eine Geschichte, wo für uns die Verhältnismäßigkeit für den Eingriff, den es im Weiteren bedeuten kann, nicht stimmt. Ihr sagt ja, und das euch zugute zu halten, das mag euch nicht bewusst sein, mag euch auch nicht stören, aber ihr habt ja hinter euch auch noch diverseste andere Vereinigungen, die auf euch Schlitten fahren oder die halt, wie soll ich sagen, versuchen, diesen Moment auszunutzen, die natürlich bei uns drinnen stehen und die dann, das letzte Statement war, wir wünschen uns diese wirtschaftliche Zusammenarbeit, wie sie in ACTA drinnen steht, weil dann können wir auch legale Inhalte im Internet zensieren, den Rest machen wir dann mit den Providern über die AGBs. Wir sind da in einer Situation, wo wir tatsächlich real aufpassen müssen, wie weit wir gehen, was wir zulassen. Dass ihr auf der anderen Seite natürlich schaut, dass ihr so viel kriegt, wie ihr quasi erreichen könnt, das ist ja jedem klar, und das Spiel läuft auch. Aber da vielleicht eben die Bitte, sowas wie wir hätten uns vor Kino.to gestellt, das hier ist ja sehr, sehr unklar. Ich möchte darauf jemand reagieren. Gut, dann vielleicht zu den letzten zwei Fragen. Vielleicht jemand, der noch nicht dran kann. Bitte schön. Ja. Ich werde die Frage jetzt weiter. Schade, wenn man sich mal über das File-Sharing unterhalten hat, immer die beiden negativsten Beispiele angeführt worden sind. Der Kino.to und die Porno-Werbung, die am Anfang reinkommt und die nicht gut ist, für die kleinen Kinder, die das anschauen. Oder es war Kim Schmitz und Mega-Upload, den man erwähnt hat. Ich finde das eigentlich wahnsinnig schade, weil das eben tatsächlich die beiden Negativbeispiele sind. File-Sharing bedeutet aber nicht im Grunde immer nur der Austausch von illegalen, also patentgeschützten Filmen oder Musik. Bitte? Sorry, ich habe wahrscheinlich das falsche Wort benutzt. Und der Blick einfach viel zu kurz reicht, finde ich. Wenn man zum Beispiel bis nach Schweden hochschaut, dort wo die Pirate Bay, die Torrent-Tracker, damals installiert wurden, da sind die Jungs dahinter, die sich ganz anders Gedanken darüber gemacht haben, das Urheberrecht zu schützen und trotzdem gleichzeitig das, die Struktur, so wie das File-Sharing sich organisiert, nicht abzuwürgen. Und ich wollte einfach nur, weiß ich nicht, dass man sich einfach nicht nur immer Kino.to und immer nur Mega-Upload vorne anschiebt, weil das, da sind wir uns alle eigentlich auf die beiden in der Industrie. Negativbeispiel nicht repräsentativ für das File-Sharing sich benutzen lassen, finde ich. Vielleicht ein, zwei Sätze. Ja, zum File-Sharing ist auch ein Prinzip zu verfolgen. Vor allem auch, dass die meisten Nutzer, die privat File-Sharen, das tun im Glauben, dass sie Privatkopien machen, auch wenn sie wissen, dass sie das jetzt nicht gekauft haben und was auch immer. Und in dem Sinne, muss man auch zugestehen, ist die Frage, verursacht es einen Schaden, der über die Privatkopie hinausgeht? Und die andere Frage, und das ist eine Frage, an der die Netzcommunity sehr stark arbeitet, wie der Chaos Computer Club zum Beispiel, wie kann man die Urheber, die künstlich Verwerter, die Rechteinhaber kompensieren für das, was über das Sharing passiert, genauso wie man das damals mit der Lehrmedienabgabe gemacht hat. Nur weil Sie das Stichwort Lehrmedienvergütung gebracht haben. Weil, ich meine, der Punkt ist der, dass wir bei der Lehrmedienvergütung, die ja noch nach wie vor Lehrkassettenvergütung heißt und aus den 1980er Jahren stammt, hier an sich einen dringenden Anpassungsbedarf haben an ein völlig geändertes technologisches Umfeld. Nur das Thema ist dermaßen in der gesellschaftspolitischen Diskussion aufgeheizt, dass sich ja kaum ein Politiker mehr traut, überhaupt auf das Thema hinzugreifen. Ohne dass ihm sofort die PC-Steuer entgegengeschleudert wird und davor hat jeder schon Angst. Nicht? Aber im Prinzip, Privatkopien, ja, selbstverständlich, aber da muss man eigentlich dann auch ja sagen, dass es ein moderneres Vergütungssystem gibt als das, was wir heute haben. Also, dass wir eine sogenannte Urheberrechtsabgabe, weil die Kreativen halt dann sind für diese Privatkopien vergütet werden, zwar auf Audiokassetten und VHS und auch auf CDRs und auf DVDRs haben. Das ist eine Sache, aber dass kaum mehr jemand auf solche
Speichermedien, jedenfalls im großen Umfang, kopiert, ist wieder die andere Geschichte. Ich meine, ich kann Ihnen dazu auch die Daten liefern. Ich gehe davon aus, dass in den letzten Jahren nicht weniger, sondern eher mehr privat kopiert wurde, weil halt die Technologie da ist, die das ermöglicht und auch sehr komfortabel ist. Und in den letzten 5 Jahren sind die Einnahmen aller Rechteinhaber, also Musik und Film und Literatur und alle miteinander, von 17 Millionen Euro auf 8 Millionen Euro zurückgegangen. Also besteht in keiner Relation, da hat es einfach eine Verlagerung gegeben auf andere Trägermedien, bindet das Gesetz nicht ab, geht den Kreativen verloren, kann man sagen, gut, haben sie Pech gehabt, ja, aber da verstehe ich sozusagen auch die Schutzwürdigkeit der Consumer Electronics Industrie eigentlich nicht, weil de facto sind es die sozusagen davon wieder profitieren, da kommt es einfach zu einer Verschiebung, die werden davon auch nicht reicher, das spürt Hubert Peiker und dann sagt gar nicht, und den österreichischen Künstlern fehlt es schon. Und ich bin eben der Meinung, dass man hier diskutieren muss, ob das zeitgemäß ist, eine Abgabe auf Festplatten einzuheben oder ob nicht ein Modell wie das vom Carsten Jutta Club, die Kulturwert mag, ein zeitgemäßeres Modell ist. Und das ist eben das Diskussionsspektrum, in dem wir uns hier bewegen und auch die Erhebung, wie viel Schaden entsteht und wie viel muss deswegen kompensiert werden. Aber wenn Sie mich wieder einladen, dann, aber ich bin für dieses Vergütungssystem, das es jetzt gibt, das finde ich okay, wenn man die große Internetsteuer einführt, die dann alles abdeckt, jeden Film und jedes Musikstück. Das ist eine Geschichte, die man schon sehr genau diskutieren sollte. Da gibt es natürlich eine Menge Ecken und Bösen. Und wenn man anschaut, dass also wenn die ORF-Gebühr um 7% erhöht wird, ist gleich Feuer am Dach, dann frage ich mich, wie man eigentlich diesen gesamten Content dann so vergüten möchte, dass das für alle eine Win-Win-Situation ist. Ich glaube, das ist schwierig. Gut, vielleicht zur letzten Frage. Gut. Also, Sie haben doch zuerst darauf gebracht, wir hätten doch keine IP-Adressen, damit wir nachher die User nachher dort bannen können oder was auch immer. Wieso sind Sie so sehr auf die Rechte-Durchsetzung fokussiert und nicht auf das, dass man einfach ein gutes Angebot schafft? Man könnte mit der heutigen Technik so tolle Angebote schaffen, die aber die Medienverwertungsindustrie vollkommen verschlafen hat. Und zwar noch immer. Man werden Sie jetzt die ersten Videoportale aufmachen, die ersten legalen, gibt es schon wieder längst auf dem dann bestimmt illegalen Sektor HD-Video mit Werbung für Videos. Anstatt dass man da mal überlegt, ob man da vielleicht irgendwie einen offenen Standard schafft, damit jeder Künstler selber irgendwie auf einer Plattform die Musik, die eigene zur Verfügung stellende Videos und diese noch an der wirklich gerecht YouTube wird jetzt im Kreis der Plattform. Ihr redet von, wieso entwickelt die Medienverwertungsindustrie keine offenen Standards, so wie sagen wir unter Linux die Repositories, falls wer das kennt, wo einfach jeder Künstler oder Vereine oder was auch immer, die für die Musikindustrie die Musik vertreiben wollen, dass man die einfach alle die Möglichkeit gibt, dort wirklich liberalisiert sozusagen ihre Content anbieten können und dort noch und bezahlt werden dafür. Ich glaube, die letzte Frage des Abends richtet sich auch an Sie. So, bitteschön. Ich befürchte, sozusagen, Sie überfordern ein bisschen sozusagen die Verwertungsindustrie, wie Sie sie nennen. Ne? Weil ich glaube, die Schaffung von Plattformen, das ist eigentlich wieder ein anderes Geschäftsmodell, ist eine andere Verwertungsebene. Ich meine, es haben zum Beispiel die Labels ja auch keinen Handel betrieben für, sondern es ist die Ebene des Handels. Und genauso
sondern gibt es eben Digitalvertretern auch wieder Plattformen und Ebenen, die genau diese Funktion haben. Das habe ich das wieder gesagt, das Beispiel, wenn Sie heute nur an eine Öffentlichkeit treten wollen, dann haben Sie an sich YouTube dafür zur Verfügung. Und wenn es um den Vertrieb von Musik geht, dann ist es iTunes und Co. Oder wenn es um Streaming geht, dann ist es Spotify und andere. Also da gibt es ja Anbieter von Plattformen. Wenn Sie sagen, das reicht Ihnen alles nicht und das ist nicht das, was Sie haben wollen, dann bleibt Ihnen letztlich und endlich gar nichts anderes über, als selbst Freunde zu suchen und selbst sozusagen solche Initiativen zu ergreifen. Aber ich glaube, Sie dürfen sich nicht erwarten, dass das andere sozusagen für Sie erledigen. Also das ist schon ein bisschen so die Arbeitsteilung, aber wir können gern auch nachher darüber reden, weil ich nicht genau weiß, was Sie wünschen. Gut, dann würde ich sagen, wir sind am Ende des offiziellen Parts unserer heutigen Diskussionsveranstaltung angekommen. Ich möchte mich auf jeden Fall sehr herzlich bei den beiden Herren bedanken, die ja nicht unbedingt ein Heimspiel heute hatten, aber als Gastgeber bedanke ich mich natürlich sehr, sehr recht herzlich bei Ihnen für Ihr Kommen und für Ihre Und selbstverständlich gilt mein Angebot von vorhin noch. Also wer noch Lust hat, vielleicht im kleineren Kreis ein bisschen zu diskutieren, dann kann ich noch ein kleines Getränk, einen Tee und uns vielleicht noch ein bisschen unterhalten. Ich bedanke mich recht herzlich für das Kommen und wir freuen uns auch in Zukunft.